Hallo und herzlich willkommen zurück Aber bei ich Gruppe dann W stellen Abendmission. wir Ich uns bin der auch Monty. mal hier mit Wir haben einmal heute den und 21.01.2018 mit dem Squad und Spielvolk. wir spielen als österreichisches Bundesheer zum ersten Mal außerdem. Ich hätte gerne den Chef. Mein erstes Mal, dass ich in Armor überhaupt. Hallo Freaky. Hallo. Dass ich als Österreicher überhaupt in Armor spiele. Wir haben eben diese wunderschönen Loadouts bekommen von Rufix, der das ganze Template entwickelt hat. Teig? Und heute zusammen mit Ferrantes, unsere Zeus-Koordinatoren sind. Ja, das allgemein. Und hier liegt schon einer meiner Soldaten. Ich bin heute Squadleader Okay. vom ersten Squad, wir sind voll besetzt, 9 Mann. Komm, wir gehen mal hier rüber, Ja, Jungs. jetzt höre Wenn du ich. dich fragst, warum mein Visier runter ist, weil die Waffe mit Visier aus absolut useless ist. Was ist das überhaupt für ein. Steppen alle eure Funken ein. Ist das trotzdem eine Style? Ja, das ist einfach nur eine Out. Wow, ja, 25. Also, was nichts bringt. Munition. Was hat denn der. Dings hier, du musst. Warte. Nee, So. ist halt nicht. Erstes Squad, wir gehen Richtung Südwesten hinter dieses Sanitätshaus. Hallo? Ja. Okay, der Assi von Mark, okay, wie viel hat der? Jo? Bin noch gar nicht dabei. Mark? Monty, sorry. Ja? Bekommt unser DM was Besseres außer dieser Style? Ich weiß es nicht. Okay, dann einmal bitte erstes Fireteam rechts aufstellen und zweite links. Okay, und der Assi? Von dir aus rechts? Von mir aus rechts, ja. Ja, Röder nach links. Nee, ich bin zweiten. Ja, nach links. Erstes rechts, zweites links. Hätte nicht gesagt, wir machen das Ganze in Gruppendynamik? Nee. Untergegangen, okay. Uns fehlt einer. Okay, uns fehlt einer. Also egal. Erstes Fireteam wird rot sein. Anführer davon ist Michael Reiter. Der ist, glaub, der ist ja noch nicht da, oder? Nein. Okay. Das zweite Fireteam wird geführt von Maniac Bandiga, ist halt bei mir blau. Oh. Squad Cullum, Squad 3, geläufig. Gut. Wir machen Verteidigung. Da gibt's nichts von uns. Okay. Ja, wenn wir uns zurückziehen, dann. Unser Shotrange war doch 1-1, oder? 2-1. 2-1. 2-1. Oh Gott. Lass mich gucken. Monty, dass ich unser, hier unser DM, SIG 5, noch irgendwas nehmen? Ich. Die ist halt im ich frag gleich. Thema. Fireteam Leader, beziehungsweise bei euch da ist der Fireteam Leader, der euch da guckt, ob irgendwas fehlt, irgendwas immens Wichtiges, wie Funkgeräte, ob ihr Granaten habt, von den Maschinengewehrschützen will ich gleich die Munitionsanzahl, genau wie von den Grenadieren und vom Sanitäter auch. Und Röder, nach deinem SIG gucke ich kurz. Ja. Bei mir? Du bist ja. Ah, verdammt. Aber davon abgesehen, das ist okay. Nacht. Ja, Dennis, weißt du, wo das Oberkommando ist? Ich höre hier Stimmen außerhalb nach rechts. Jo, danke. Oberkommando? Was? Ich hätte eine Frage. Kriegt mein Schütze DM noch eine SIG, obwohl die beim Recon-Team ist, oder? Was fällt der? Ob der noch eine gescheite DM hat, weil der ist eine normale Schütze-Waffe, aber das sollte ja Designated Marksman sein. Da bleibt bei dem, was der hat. Jetzt kusch. Okay. Bei mir.
Bruder, du kriegst nichts Neues. Der ist schon aufgetaucht? Der zweite, ich glaub nicht. Oh je. Ansonsten stilhaftst du die Gruppe, wenn der nicht mehr erscheint. Um Gottes Willen. Monty? Ja? Ich bin absolut scheiße ausgerüstet, um das mal so deutlich zu sagen. Ich hab keine, du hast kein Blut dabei. Ich hab kein Blut, keine Packing-Bandagen, kein Morphin, kein Epi. Was? Ja. Das heißt, du hast Morphin? Ach komm, Morphin. Ich hab Bandagen und 5 Tourniquets und das war's. WTF. Ach, du hast du schon den Combat Medic Slot genutzt? Ja, Combat First. Boah, jetzt kann ich schon wieder laufen gehen. Das gibt's echt nicht. Ich kann leider vom Weg. Geh gucken, was da ist. Kommando Frantis. Was ist denn bitte? Können Sie dem anderen Oberkommando bitte sagen, dass mein Combat Medic 5 Tourniquets und 20 Mullbinden oder so hat? Kein Blut, kein EP, kein Morphin, kein gar nichts. Ja. Ist so gewollt. Dann passt das, Leute. Combat Medic flickt die Typen zusammen, verbindet sie. Oh mein Gott, da kann ich auch gleich einen AT mitnehmen, Jungs. Wenn der nicht mal Schmerzen heilen kann, was soll denn das? Egal. Yannick, du bleibst dabei. Alles klar. Also, Yannick, die stufe ich runter auf Schütze leicht. Damit übernimmst du die Gruppe. Steel, tut mir leid, dass ich dich übergehe, aber du sollst dich auf Schießen konzentrieren. Was? Yannick, also wenn der FTL nicht kommt, hast du die Gruppe übernommen ab jetzt. Das heißt, dein Team ist Gruppe Blau. Außer Steel hat Einwände. Ich darf keine Einwände. Ich wollte gerade sagen, ja, ich hab seid ihr nicht blau? Wir sind blau. Wir sind blau. Unser Team wieder. Ach, verdammt. Ja. Oh, meine ist ja blau und ihr seid ja rot. Das ist schön. Monty, was ist jetzt hier mit unserem Röder? Röder kriegt nichts. Haben wir aber auch schon gefunkt. Röder hat schon eine Funke schon umgestellt oder hat sich meine wieder verstellt? Nö. Ja, dann kann er ja wohl was anderes machen, nichts. Oder nicht? Monty. Also da kann ich. Nö, dann mach ich einen Rifleman Light oder so. So bringt mir der DM nichts. Ich hab nicht einfach nichts. Oh, verdammt. Wo ist jetzt hier Teig? Wo sehe ich das? Teig? Sind auch Sam 52 drüben. Teig? 56.000 sollen die einstellen. Teig, ich habe ein gewisses Problem. Mein Combat Medic kann das gar nichts und mein DM ist ein normaler Schütze, also würde ich ihn gerne auf AT umschulen. Combat Medic wurde schon geklärt? Mein DM ist jetzt ein Schütze leicht und ich würde dem gerne noch eine Panzerabwehrknifte geben. Eine kleine, wenn es das denn gibt. Oder Munitionsträger oder irgendwas, aber kein Schützeller, ich bitte. 46, einfach nur. Ja, 46. Jo, bin ich drauf, ich funk einmal. Und wenn Lütze stirbt, ist. Check. Gibt's keine Rettung für Lütze. Was hat er denn gewählt? Kommt der Designated Marker? Okay. Ja. Gut, was hat er für Waffen? Das, was ich hab. Ohne ULG. Was für eine Visierung? Hell, Holo. Ein Holo. Ja, das mit dem DSG, das wäre beim Weaken Team. Aber der hatte, ich hab doch vorhin gesehen, der hatte doch ein DMS drauf. Ja, oder das war das. Dann soll ich mal fragen. Röder, komm mal zur Vorderseite. Richtung Nordost. Basis erkunden. Ganz kurz. Hast du dich auf den 46.000 eingeloggt? Yes. Was? Frage, bin ich da unbedingt so, soll es da keine Rettung geben? Für dich gibt's keine Rettung mehr. Danach weil unser Combat Medic kann gar nichts. Okay. Der kann kein Morphin und Epinephrin drücken. Squad 3 meldet sich auf dem Rückkanal. Check. Das wissen wir nicht. Also, Leute, dann frag ihn mal, ob er was drücken kann. Nein, gute Idee. Ja, Rüder, ist das jetzt die DMS? Bitte? Ist das jetzt die normale DM? Ja. Gut, dann lassen wir so. Passt, Teig. Das wusste ich nicht, dass der ein DMS drauf hat. Ja, cool. Klar, in dem S auch. Dann wird es geklärt. Kaliber. Ja. Mein Sunny heißt. Ohne Momento. Yannick. Yannick, okay, ich kläre das. Ist auf der Rückseite von dem Haus. Anmeldung am Funkkanal.
Squad 1 meldet sich an den Funkkanal. Kam doch? Erst drücken, dann sprechen. Squad 1 meldet sich an auf Funkreichweite Kampfkanal 1. Check. Hört Dennis? Ja. Einmal anmelden. Ich hasse die Österreicher jetzt schon, I'm sorry. Squad 2 meldet sich an. Kampfkanal 1. Können ja nichts. Check. Damit spiele ich offiziell nie wieder Combat First Responder. Das ist Grenzbezirk. Da kannst du dann schön die Weichstelle anvisieren und noch wirkungsvoll sein. Wenn die anderen alle, keine Ahnung, 10 Meter daneben streuen. Du bist unser Mann auf 400 Meter. Ja, streut man auch noch. Du bist der Mann. Habe ich eine andere Frage. Keiner von euch hat Tourniquet-Packungen dabei, oder? Nee. Doch, ich habe eins. Ich habe auch eins. Wenn nicht, nehme ich mein Gürtel. Ja, doch. Ein Tönig, ja. Reicht doch. Okay, ich hab gar keins, ich ruf dann einfach euch. Lass dich einfach nicht anschießen. Gut, ich bearbeite dich mit einem Gürtel. Sehr gut. Ja, aber wir ja, alles klar. Wir sind immer noch zu. Ah. Ist Fireteam-Leader immer noch nicht aufgetaucht, oder? Nein. Okay, Vorgehen haben wir geklärt, wie wir uns bewegen. Schützenreihe, Schützenlinie. Ist klar soweit, oder? Hast du nicht gesagt Scott Cullen und Scott Cullen? Ja, aber wir spielen ja Österreicher. Mit Fireteams. Oh, stimmt. spielen wir Scott Cullen in Squad Line. Ja, genau. Macht das Ganze einfacher. Ja, Cedo Vigas. Nein. Wer habe ich jetzt gesagt für das erste? Janik. Der kommt mit Versuchspunkten. Ja. Ach, genau, Janik. Okay. Formation geklärt. Mit Ausrüstung alles geklärt. Ihr habt nachgeguckt. Ja, AE 600 Schuss, Grenny 24 AEs. Und gut, Dan, was hast du in deinem MG-72? Explosus, wie er gerade gesagt hat. 400 Schuss? 600. Okay. Grenadiere, wie viel Rounds? 24, wie bereits erwähnt. Gut, habe ich gerade alles nicht gehört. 1-2-1-2. Also ich höre dich. Gut. Ja, ja. Gut. Schätzen wir rausziehen vielleicht. Das ist ein bisschen traurig, ich habe nichts zu sagen, obwohl hier... Ja, stimmt. Und war Micha unser zweiter FTA? Ja. Okay. Naja, unser erster eigentlich. Wo ist denn der? Monty, keine Ahnung, hast du jetzt... Ja, du hast nichts zu sagen, oder? Ich habe immer nichts zu sagen. Ich würde vorschlagen, keine Ahnung, dass wir uns mal die Basis angucken gehen. Was ist eigentlich unser Auftrag? Naja, hier den 1, 2, 3 von Action. Was bitte, wie? Ich denke mal, diesen Schuppen hier zu verteidigen. Oh, das macht's ja einfach. Ja, dann durfte ich erkundigen und ich schaue nach, wie es besprechen. Ja, gehört. Meine, dann führst du mal die ganze Gruppe rum. Hatte 1 auch was gesagt, das kann nämlich nicht an. Negativ. Negativ, ich 1 habe nichts gesagt. Kommen. Unabhängig, alle hören. Führungsbesprechung, Teamleader, Squadleader, Haupttor. Maniac, übergib mal die Gruppe an Yannick und komm zum Haupttor. Ist das hier das Haupttor? Ja. Ja, okay. Da wo die ganzen wichtigen Leute mit dem Barett stehen. Ah. Alle da? Teamleader und Squadleader Haupttor? Martin, ja. Hier. Frey, du bist? Stellvertreter von Mike. Good. Monty, wo bist du? Monty, ich bin am Haupteingang. Ich habe Maniac gerade weggeschickt, aber Maniac kommt gleich. Gut, und Michael? Michael ist nicht hier. Der ist nicht aufgestanden. Habe ich aber dir schon gesagt. Zweimal. No, kam noch nicht bei mir an. Gut, Maniac ist da. Halt, du bist nur 8, Mann. Ja. Und mein Combat Medic ist jetzt mein neuer FTL. Soll der auch kommen? Nicht zwingend. Das reicht, wenn da noch einer hier ist. Gut, habt ihr Karten? Ja. Ja, mal bitte, gell. Frage an Dina, von euch ein Fernglas? Ja, ja, ich. Ja. Positiv. Jo. Gut. Es gibt einen äußeren und einen inneren Bereich. Der äußere Bereich ist der zwischen den vier kleinen Türmen. Der Turm groß mit dem Turm klein im Nordosten ist außerhalb des Bereichs.
Der innere Bereich ist der hier, rund um unsere Kuppel. Ich hätte gerne als Anregung jedenfalls das Weapon-Squad verteilt auf den Turm, beziehungsweise hier vorne den Bereich und den Bereich hier hinten. Nochmal, welchen Bereich hier hinten? Nordost und Südwest. Kannst du nochmal zeigen eben? Ich, ja gut. Jo. Dort. Ja, und hab ich dort gesehen. Dann haben wir eine diagonale Auslastung am Haupteingang, was Starkes, und an der anderen Ecke was Starkes, dass wir auch südlich von uns das Bergmassiv verbissen und auf Feuer nehmen können. Dann möchte ich... Ja, wie machen wir das am besten? Wir haben hier oben den großen Eingang, wir haben hier einen Eingang, da einen Eingang. Ja. Nebeneingang West, Nebeneingang Süd sind für Dennis. West, Süd, für mich, check. Und Nebeneingang Nord, Haupteingang und Unterstützung von Dennis macht Montys. Haupteingang Nord? Haupteingang sowie Nebeneingang Nord. Okay. Der Bereich hier? Ja, hab's kapiert. Und hier oben. Und in Bedarfsfall Unterstützung von Nebeneingang West und Nebeneingang Süd. Wenn wir die Kräfte, die uns entgegenkommen, nicht halten können, ziehen wir uns zurück in den Bereich. Da haben wir Nebeneingang Nordwest. Inneneingang Nordwest, Inneneingang West, Inneneingang Südost und Inneneingang Nordost. Da für die Gruppe, ihr dürft euch die gerne, Stadt mit den Waffen ja, gerne anschauen, wenn die Leute hat, sind, da vier Wochen lang die Tränen. Dankeschön. Monty, Nordwest, Nordost macht. Nordwest, Nordost. Ja. Okay. Dennis, Südost und das Weapon Squad, West. Soweit verstanden? Weapon Squad macht dann. Weapon Squad macht Inneneingang West. Der Punkt ist relativ schnell gesetzt, besetzt dann von Turm Klein und wird dann nachträglich verstärkt von Turm Groß. Wir haben ja, ich glaube, statische Panzerabwehr, ne? Genau, dazu komme ich jetzt. Wir haben, wenn ihr mal hier die Straße hochguckt, alles was da vorne steht, ist für uns. Was? Alle Waffen auf der rechten Seite und auf der linken Seite, sowie alle Kisten auf der linken Seite. Die beiden großen Kisten, die werden uns mit dem Gabelstapler verfahren, wenn wir sagen, wo wir sie hinhaben wollen. Okay. Lasst uns nochmal im Hochwandern, dass wir die beim aufteilen können. So. Zur allgemeinen Info, wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit. Okay. Ich gehe mal ganz kurz auf den großen Turm und nehme mal so 100 Leibchen. Ja. Gut, verschiedenste Waffen, verschiedenste Munition. Gut. Und also hier nochmal, genau, MGs, als Belts. Schiff, hier sind eine Kiste mit Sandsäcken und Klappspaß. Hier, oder? Ja, auch sehr cool. Gut, Sandsäcke, Klappspaten. Ja. Teig? Ja. Die eine Kiste hier ist leer. Große. Oh, okay. Egal, gut. Sandsäcke, Klappspaten haben wir. Dann haben wir hier. Ratatat. Ganz viel Ratatat. Ja, das hier hinten sind GMGs, da vorne sind HMGs. Die hier? Ne, die hintere Linie sind GMGs. Ja. 20 mm. Granatmaschinen. Ja, geil. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Und ich glaube mal, du fangst.
zur Abwehr jeweils. Von vorne haben wir auch 5, ne? Achso, haben wir Granatmaschinenwaffen. Das ist schön. Gut, komm mal rein. Hat er den Computer oder? Nein. Ich komm mal eben zusammen. Sammeln! Sind das nicht eure Leute, ne? Wir sind alle hier. Ja. Chef, wir sind alle hier. Zu wem gehört Yannick? Mir. Zu uns hier, die sollen sich die Basis Die schauen sich die Basis genau an. Gut. Monty. Zwei Waffen aus der vorderen, zwei aus der hinteren Reihe. Vier, okay. Marc, zwei aus der vorderen, zwei aus der hinteren, Dennis jeweils eine. Okay, meine Männer dürfen sich jetzt auch die Basis angucken. Ja, oder? Schickt die schon mal rum, die sollen sich schon mal vertraut machen mit den Bereichen, die ich euch zugewiesen habe. Okay, hier vorne ist ja unsere. Kennt sich irgendwer mit trotzdem mit Mörsern aus? Müssen wir das berechnen? Hm. Oh je. Wir haben keinen Computer. Ich schaff's vielleicht. Nur vielleicht. Und die Granate abschießen kann ich auch, aber du musst das Ding. Ich weiß, berechnen. Ich schaff's, wenn ich meine Dokumente in meinem Spind finde. Ah, okay. Also sie liegen hier irgendwo auf dem Schreibtisch. Wahrscheinlich schon lange nicht, weil ich die schon lange weggeworfen habe. Dennis, schafft ihr es, Mörser abzufeuern? Ich frag mal nach. Okay, was meinst du, Trey? Ich nehme mal an, du willst MG, Titan und Charm jeweils 4 Schuss. MG1 und zum Beispiel ja, AT und MG2. Ja. Haben wir Austauschbarrels für die MG72s? Ja, also nicht die beiden MGs. Ich glaube, in einer der Kisten war was drin, da hinten, die flachen. Ah, okay. Teig, wie ich habe jetzt gerade nicht mitbekommen mit den Panzer und Flugabwehr, wie hast du die verteilt? Also ja, kenn ich jemanden aus und die da? Bei mir. Ja. Warte mal, das war alles dieselben, oder? Okay. Alles Titan. Einmal Panzer. Jo, gesamte Squad bitte einmal im Haupteingang sammeln, der Kuppel. Teig für mich gilt, für das kleine Team. Teig, ist die Führungsversprechung offiziell beendet? Ja. Oder wie sieht's mit den Panzerabwehrwaffen hier drüben aus? Jeweils eine für jedes Team. Okay. Ich mach das eben über Funk. Squadleader an alle. Tragt da bitte ein, wo ihr eure Waffen, die schweren Waffen, die GMGs, HMGs, die Anti-Air und Anti-Tank platziert habt am Seitenkanal eurer Karte. Das sind nicht die Menschen, die wir suchen, Maniac. Große Tour. Oh. Yeah, fuck. Viel Glück, Grufix. Naja, so gut sehen unsere nicht aus. Yeah. Hier oben! Ja, das Gute, was blau ist. Ne, das ist rot. Egal, mir egal. Ja, alle da, glaube ich, ne? Okay, ich übernehme hiermit wieder das Kommando von Yannick Speckmann, seine Gruppe. Das heißt, ich führe selber blau. Heißt de facto erstmal Besprechung für euch. Ich lege meine Karte auf den Boden, alle bitte drauf gucken. Ich gehe davon aus, ihr seht zumindest die schwarzen Markierungen. Ich sehe alles. Sind auch klein. Okay, die Striche. Wir sind blau. Wir sind gelb. Wir haben jetzt am Anfang noch den turmkleinen Nebeneingang Nord und den Haupteingang hier geradeaus hoch. Und später sollten wir in den inneren Verlauf folgen, dass jeder dann weiß, wir sind da Nordost, Nordwest. Notiert euch das bitte. Ansonsten sehen wir es vielleicht auch. Okay, stopp. Du hast gesagt, wir sind gelb? Wir sind die gelben Markierungen, ja. Ich sehe keine gelben Markierungen. Nein. Ich sehe alle Farben, nur nicht gelb. Ja. Wir sind rot, grün. Achso, ja, ich habe vorhin meine gelben gelöscht, ich wusste nicht. Oder siehst du da noch gelbe, Monty? Ich habe es in der Face-Kamera gemacht. Ich mache die jetzt eurem Gruppenkanal kurz hin. Mach im Gruppen. Also grün ist der äußere Verteidigungsring und. Und gelb sind der unsere Bereiche, jetzt müsstet ihr es sehen. Genau. Okay, und was noch blau? Wir teilen den Trupp auf. In Nebeneingang Nord nimmt Maniac.
Okay. Maniac, ihr nehmt euch jeweils einen 50 Kill und einen Grammar war mit. Hm. Beziehungsweise, nee, ihr nehmt einen 50 Kill und den AT mit. Weil wir haben ja hier das Weapon Squad. Ihr könnt auch noch im Rückraum hier ungefähr die AA hin platzieren. Solltet ihr das dann aber also machen, schicke ich noch einen von mir rüber. Bei mir das Weapon Squad. Ja, die können wir ja bei Dings einsetzen. Wenn dann ein Heli kommt oder so. Die müssen ja nicht ganze Zeit besetzt haben. Ja, genau. Genau. Den AT, ich überlasse das dann hier drüben komplett. Notiert ihr das bitte kurz, du kriegst hier einen 50 Hell, den AT und das AA. Zuzüglich dazu, mein Fireteam, wir werden uns hier im Haupteingangbereich aufhalten. Wir haben zur Verfügung ein 50 Cal, zwei Grammar-Bars, Granatmaschinenwaffen und das war's. Wir haben hier vor uns das komplette Weapons, die Hälfte des Weapons-Squads, das heißt AT brauchen wir hier nicht wirklich als Fähigkeit. Und wir dehnen uns aus Richtung Norden und Süden, überwachen die Straße und hier gegebenenfalls das Gebiet. Über die Türme. So, dann Munitionszuweisung. Die Karte brauchen wir nicht mehr. Munition, soweit ich es euch dann sage, haben wir hier drüben mehr als genug. Das sind auch Klappspaten und Sandsäcke. Da frage ich gleich nach, ob wir uns dabei nehmen können. Ihr könnt eure Stellungen selber ausbauen. Und hier haben wir ganz viel Munition, Barrels, Schalldämpfer. Und dann schauen wir mal, dass wir die an Öffentlichkeit bekommen. Kannst du bitte nochmal nach einer verwundeten Sammelstelle fragen, wo die ist? Ich glaube, die wird dann hier in der Kuppel stattfinden, im innersten Zirkel. Okay, Jungs. Macht da meistens Sinn, weil Litze nicht rauszuschicken. Ja, die ist unten. Und nochmal eine Frage, kann einer von euch mit Mercer berechnen umgehen? Ja. Etwas. Ja, okay. Oh, siehst du, haben wir schon einen. Haben wir schon einen Freiwilligen. Also etwas. Etwas reicht, wenn er die Evaluation und die Range ein bisschen berechnen kann. Ja, es reicht, dass es da knallt, was knallen soll. Okay. Ja, dann passt. Fuck yeah. Muss kein Helikopter abschießen damit. Gut, Männer, dann würde ich euch jetzt aufteilen. Maniac, du nimmst dein Zeug, wir verteilen das und dann treffen ich und Maniac uns nochmal hier. Ja. Oh, Monty. Und wir rechnen haben... kann ich nur, wenn ich auch eine Tabelle dafür habe. Das weiß ich auch, deswegen frage ich auch gleich danach. Was sind die Jungs? Ach, hier ist mein Squad, hallo? Ja, hast du uns bis jetzt nicht gefunden, Michael? Ich habe jetzt erst meine Uniform gekriegt. Ah, okay. Also Michael, dein Team wird dich einweisen. Du bist am Haupteingang und musst ihn verteidigen. Check. Und das läuft mit dir jetzt mit. Funk 2.1. 2.1. Ja, Monty, kriegen wir dann den Mercer, oder? Ja, nehmt euch den Mercer mit. Einer gehört uns. Stellt ihn hin, wo ihr wollt. Ich bin ein Heavy MG. Also bin ich nicht bei dir im Fall. Ihr seid MMGs. Punktcheck, Michael Reiter. Maschinengewehr 72, 7,62 mm. Bei den Deutschen auch MG3 genannt. Sollen wir den mitnehmen oder? Ja, wenn ich damit schießen soll, ich war schon an. Monty, sollen wir den Mercer mitnehmen oder? Den. Ja, Freaky, du nimmst ihn ja mit. Schützearsch. Einer gekommen, die hat hier schon mal Richtung Zerstörung. Fireteam, ich übertrage euch die Kommandos über eure Fireteams. Ja, irgendwie. Wer will was von mir? Wo? Hier sind so viele Leute. Ficky kommt uns mit. Nordwest. Ihr geht ja mit Pyro zusammen. Hier? Wo seid ihr? Den hier? Hallo. Ja, Stil? Wie, was? Irgendjemand hat Stil gerufen? Ja, ich weiß nicht. MG1. Wer ist mal. Männer, macht alle mal ein bisschen leise. Ihr seid hier. Ja. Und ach, weil ihr seid ja eigentlich Nordwest und Nordost. Ja, und Michael, ihr seid rot. Ihr könnt euch schon mal auf den Weg. Also dein Funkname, dein Rufname ist rot auf unserem Intern. Und Stil, was ich euch gerade gesagt habe, sagt es bitte Michael, dass der hier mit euch verteidigen könnt. Wie gesagt, ich verstehe nur Brabbelababbel. Erklärt ihm, was wir machen müssen, was ihr zur Verfügung habt. Und dann soll Michael entscheiden, weil das erwarte ich von ihm als FTL, wo wir das Zeug hinstellen. Und wie ihr euch positioniert, weil das muss er können. Ich bin dann soweit auf die Karte gucken, Gebiet anschauen, ich bin weg. Also, ihr nehmt euch jetzt einfach mal. Ja, eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Rot macht den rechten gelben Kreis oder den linken? Wie bitte? Monty. Rot macht den rechten oder den linken Kreis? Da wir nicht zum Laufen kommen, sondern nur hier auf Station verbleiben werden, ist es irrelevant. Okay, ich nehme mal das GMG. Doch, weil wir uns aus dieser Basis nicht rausbewegen werden.
oder in den Norden. Ach so. Ihr als Rot bleibt hier, auf dieser Stellung. Und besetzt diese Wachtürme und der Haupteingang ist allein eure Aufgabe. Jo. Ja. Das ist die A. Die A habe ich. Vorsicht. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euer Zeug irgendwo separat hinstellt und das mal anfangen zu verteilen. Naja, ich weiß ja nicht, was die beiden machen. Okay. Dann schaue ich mir mal das Gebiet hier allgemein an. Also, Rückzug, das ist der innere Bereich, also alles rund um die Kuppel. Na, dann ist Leute verteilt. Hast du deine Leute verteilt? Meine vier Leute, ja. Achso, stimmt, du bist ja nicht das Weapon Squad. Wo ist denn Mark? Keine Ahnung. Wahrscheinlich im Turm. Ich bin mal im Turm. Mark? Pio, wo ist denn Mark? Keine Ahnung, hinter mir. Das war unbedingt jetzt nicht die Frage, die ich mir erhofft habe, wo dein Squadleader ist. Hinter mir irgendwo. Da, bei der großen Menschenansammlung. Danke, Pio. Habt ihr hier einen statischen AT-Werfer in dem Turm platziert? Ja. Und AA? AA auch, ja. Gut. Weil ich habe hier ganz viele MGs und GMGs dann platzieren lassen, dass wir euch die Füße ein bisschen schützen. Und ihr habt ja selber auch eure Karl Gustav dabei. Dann danke ich dir, Pyro, danke. Braucht ihr die an euren Positionen, oder? Ich würde da meine Leute gleich ausrüsten lassen. Damit ja, das ist kein Problem. Okay. Denk daran, dass wir drei Teams sind. Ja, das sind ja irgendwie sechs Kisten oder so. Ich möchte nur anmerken. Genau. Okay, ja. Gut. Cool. Das ist angefangen. Jetzt stehen nur noch meine Geschütze oben. Ich wollte eigentlich fragen, sollen wir unsere Leute mit Schalldämpfern ausrüsten? Allgemein, haben wir da freie Verfügbarkeit drüber? Ja, wenn wir was haben, dann nutzt das. Okay. Und die Sandsäcke, dürfen wir die auch verwenden? Ja, frei nach 33 für jeden. Okay, gut. Habt ihr das gesehen? Dass jetzt ich hab eine Idee. Ich glaube nicht, dass ihr dazu noch Zeit habt. In 5 Minuten steigt die Party. Ich will ja keine Eile hindrücken, ja. Jungs, aber ihr habt 5 Minuten, um den ganzen Scheiß aufzubauen. Nee. Wir haben trotzdem keinen, der mit dem Mörder schießen kann. Das ist dann egal, das macht ein Freaky und so. Wir haben zu viele statische Waffen, die wir überhaupt nicht besetzen können. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wir mein Gott, ihr könnt ja auch switchen. Obwohl, ja, ihr habt recht, ihr habt recht. Wartet. Ja, ich hab's verstanden, Stil. Ich hätte gern, dass ihr einen 50 Cal runter zur Kuppel tragt. Und ein GMG auch. Das GMG auf die Straße hier. Hier steht doch ein 50 Cal, Jungs, ich hab's euch jetzt schon zweimal gesagt. Hier, 50 Cal nehmen, tragen, runter zum Haupteingang. Dort in Stellung bringen. 21mm Granatmaschinenwaffenständer nehmen, da runter schaffen. 21mm anderen in den Wachposten da oben reinschaffen, Gebiet sichern. Wahrscheinlich noch mit MG. Michael, setzt da deinen MG-Schützen-Stil rein. Stil kann das. Du selber, Michael, ich würde dich auf der rechten Seite platzieren oder auf dem Wachposten, dass du da ein bisschen drüber gucken kannst und deine Leute ausrichten kannst. Dein Grenadier hat eine Abstandswaffe, du kannst ihn auch in den Turm reinschicken und allgemein hier die Leute ein bisschen verteilen. Von Team Blau hat jemand die AA mitgebracht. Du musst dich um den AT und die AA nicht kümmern, den Mörser haben Freaky und so schon. Munition steht jeweils dahinter. Wenn du das alles gemacht hast, weil es ein bisschen viel Informationsüberflutung ist, tut mir leid, siehst du hier Kisten, da kannst du deine Leute holen lassen, was geht. Und falls ihr einzelne Sandsackbunker noch aufbauen wollt, also so kleine Sandsäcke, haben wir hier in der kleinen Munitionskiste Sandsäcke und Klappspaten. Gut, wenn du das alles notiert hast, sorg dafür, dass deine Leute weniger labern und in Stellung gehen. Okay, Jungs. Dann gehen wir zum Maniac. Monty, werden schon Klappspaten verteilt. Ich möchte möglichst schnell irgendeinen AT-Werfer einbuddeln, damit der nicht so offen steht. Ja, du kannst dir holen, was du willst an der Munitionskiste, Maniac. Ja, das wird das gleiche Vergleich.
gleich mit Mark. Antagon, platziere es einfach mal hier beiseite, wo es nicht stört. Ja, also wie gesagt, solange wir nicht bis auf weiteres könnte das Ding nehmen und machen, was er wollt. Die Sache ist halt hier, soweit ich weiß, in dem Sektor gibt es halt einfach keine Panzerabwehr. Das ist nicht ganz richtig, Antagon, weil da hinten habe ich auch eine Panzerabwehr-AT Dreibeinwaffe platzieren lassen. In dem Wachpostenraum, den ich habe. Beziehungsweise ich habe doch die Stellung hier auch. Ja, das ist da auch deine Stellung, genau. Aber die Sache ist halt irgendwie, wir positionieren das Ding nicht im Turm, weil wir nämlich gar keine Ahnung Dann positioniert es hinten im Hauptquartier, da habe ich auch zwei von meinen Dingern platziert. Weil nicht, dass wir uns zurückziehen müssen und dann gar keine mehr haben. Ja, ich meine, du, wenn wir uns ins Innere zurückziehen müssen, brauchen wir das Ding sowieso nicht mehr. Ja, stimmt eigentlich, dann brauchen wir mehr 50 Gas. Also ich meine, ich würde dir anbieten, das einfach dort vorne an der Mauer zu positionieren. Weil ich meine, also hier könnte ich sowieso nichts verteidigen, das ist keine Stellung, was ich hier habe. Was ist, wenn wir es in der gehobenen Stellung wieder oben postieren? Unter dem Dach? Welches Dach? Na, den Unterstand da oben. Na, kriegen wir nicht da hoch. Das wird nix. So, ach da, auf dem Hügelchen. Ja. Jetzt verstehe ich. Ja, vielleicht, das könnte was werden. Na, dann können wir vielleicht auf Long Range schießen, wo die vielleicht uns noch nicht aufgefasst haben. Mhm. Stell es dir mal dahin. Also, bleiben Leute von euch hier oder habt ihr nur das 50 Keller geschafft, Antagon? Also Richtung Süd-Südwest 200, auf dem Turm, da sind wir. Ja, Süd-Südwest, genau, das weiß ich. Okay, danke, Antagon. Danke, Jungs. Was gibt's, Monty? Ist das hier eure Stellung? Ja, ist unsere. Habe ich irgendwas falsch verstanden? Mein Squad soll doch hier einer Minute beginnen. Richtung. Du bist an den Eingang, wir sind ab zum. Ach so. Danke für die Aufklärung. Steife Ohren, Jungs, haltet durch. Seid ihr von Dennis? Ja, geh mal rein, bitte. Monty? Ja. Ja. Monty? Ja? Monty, ich hab euch das Ding da hingestellt. Jo. Du hast auf jeden Fall den Hügel. Ja, ich seh's, danke. Den Hügel da hinten könnt ihr da Ja, danke. Ich hab grad ein anderes Problem, ich find mein Fireteam nicht. Oh, Maniac, bitte melden. Ja. Wo seid ihr? Problem, dass ihr nicht weit gucken könnt. Ja, schau mal in die Richtung. Ich bin hier. Wo bist du gerade? Ich bin gerade an der Moniklisten. Okay, ich komme zu euch. Ihr habt bei euch, beziehungsweise das können wir auch kurz intern regeln, ihr habt bei euch ja noch Dennis sein Fireteam, ne? Wie sollen wir da haben? Ihr habt da noch zwei von Dennis seinen Leuten im Turm. Könntet ihr da vielleicht die AT-Waffe reinstellen? Hier blau, wir haben den Nord-Nebeneingang. Davon rede ich. Da war gerade das Team von Antagon und in dem Turm klein links davon Richtung Nordwest befindet sich noch ein 2-Mann-Trupp von Squad 2 kommen. Ja. Besetzt diesen Unterstellturm mit einer Anti-Panzerwaffe. Kommen. Frage. Problem ist, mit der AT wird man im Turm gebrutzelt kommen. Okay, ist so verstanden. Dann... Auf Südost habt ihr 2 Unterstände, ist das richtig, kommen? Was für Unterstände meinst du? Von euch aus rechts von dem Silo. Ja, du meinst nur auf der Lagerhalle. Meinst du das Ding hier, oder? Ja, genau, das Ding meine ich.
Da könnt ihr wunderbar den gesamten Hügel da drüben einstreuen und so soll die auch gedacht sein. Also, dass ihr die hier irgendwo positioniert in dem Unterstand, dass ihr. So Richtung Südwesten wirken. Ja. Weil das ist alles so verwirrend gerade, Jungs. Ich sag's euch ehrlich. Hier sind überall Einheiten verteilt und ich habe keine Ahnung, zu wem die gehören. Warte, wir sollen Richtung Südwesten wirken. Wir sollen den Eingang Nord decken. Und da vorne steht eine Antipanzerwaffe. Nee, das ist eine Flugabwehr. Sechsecken. Okay. Da steht eine Flugabwehr und hier steht auch eine. Okay, hier drei. Was ist denn? Eine Hand, die hochschießen, um ein bisschen. Also unsere Sicherung. Unsere Sicherung ist schlecht. Eure Sicherung ist der Eingang Nord, da bei den Heskos. Check. Okay. Okay, end damit, Action. Okay. Okay. Also das Ding da hinten. Da. Ja, das. Und was ist mit dem Eingang da? Der Eingang Nordost? Der Eingang Nordost ist ja der Haupteingang. Nein. Doch. Monty, wie sollen wir dich rufen? Monty, komm her. Der Eingang. Oh, hier. Fucking hell. Ich dachte, der Eingang ist unser. Weil hier haben wir dann unsere Athene nämlich. Dachte ich jetzt eigentlich. Hey, wer ist denn hier im Turm drin? Sind, seid es ihr oder? Das sind unsere. Ach komm, mein Gott. Der ist nicht in der Karte verzeichnet, deswegen sieht den keiner, oder? Doch, Nebeneingang Nord steht doch da. Und den sollten wir machen. Es ist hier Nebeneingang Nord. Bin ich so verwirrt gerade. Ja. Ja gut, dann ist das hier eurer. Kontakt 228, einzelner Schütze auf. Und dann lassen wir die AT jetzt aber Richtung Osten, ja? Also Richtung Nordosten. Ach, dann ist das da unten. Dann Ich glaube, der kann da auch was machen. Ja, okay. Dann habe ich die ganze Zeit falsch geguckt, Jungs, es tut mir leid. Ja. Jungs, alles gut? Ja. Ihr habt Thermalsicht auf eurem GMG, oder? Mhm. Okay. Wir hatten gerade das GMG besetzt von euch. Ich? Ja, ich sehe deinen Namen, aber nicht Steel, also dein Name Schüchchen. Und da oben ist anscheinend Kontakt. Oha, ich sehe was. Du hast freie Bekämpfung, alles grün, ne? Kontakt 060. Und Steel, du bist im Geschütz, oder? Ja, ist er. Ja, der kann sich frei Munition zollen, wie er will, und schießt nicht gegen die Decke, bitte. Das wird ziemlich unglücklich. Monty, für Maniac? Monty hört kommen. Frage, wenn er nach eigenem Bedarf kommt. Ihr dürft raushauen, was ihr wollt. Passt nur auf die Munition auf. Und für eure Handwaffen gibt's ja Munition hier in den Kisten. Nehmen wir doch hier gleich 200er mit. Ne, 100er sind zu viel. Michael, für die kommen. Haben wir für den Granatwerfer um eine Munitionskiste unten zu stehen? Ich schau grad. Check. Nee, es sind Sprengpatronen drin. Okay. Also, Monty? Ja, bitte.
So, wir haben da hinten haben wir jetzt ein 20er. Ja, ein 50er, oder? Ne, ein 20er. Okay, das. Gut. Dann haben wir da vorne unter dem Turm ein 50er, das nach da oben sichert. Dann haben wir oben im Turm ein 20er, das quasi 180 Grad von da bis da hinten. Ja, gut. Wo steht nochmal das zweite GMG? Oder das erste? Das zweite steht ja im Wachturm. Das erste steht da hinten, siehst du, das ist auch eingegangen. Okay, und das 50? Das steht da vorne unterm Turm. Ach da. Das zweite 50 habe ich absolut keine Ahnung. Ja, das zweite 50, das ist bei den anderen. Und da hinten im Hof steht noch ein Mörser. Das habe ich gesehen. Da ist alles sehr gut platziert. Dann schaut, dass ihr hier auf der Straße, wenn du Zeit hast, das ist mal ich. Ich heb hier ein paar Schützengräben aus, dass falls wir zurückrücken müssen, Deckung geben können. Check, Frage. Haben wir Cluster in den Mörser? Hey, Monty. Nee, ich glaube nur 82mm normale Sprengpatrone. Oder ich weiß es nicht. Okay. Ja, nimm mit. Hey, aber ich stell ihn, ich glaube, das hier vorne ist ja dein, dann stell ich dem den. Warte, wir haben Richtung Nord gar keine AT. Am Ausgang Nord haben wir gar kein AT, weil da oben steht da dein ganzes Team drin. Ja, dann sprich ich. Vor allem, Marc, dass ich hab die ganze Zeit, war ich am Ausgang von Antagon, vom GMG, HMG und hab mich die ganze Zeit gewundert, wo meine Einheiten sind. Okay. Aber ich war halt komplett der anderen Seite. Ich hab grad Funk. Ja, okay. Ja, ich hab grad Funk. Geh mal kurz weg, Janik. Ja, alles klar. Ich will nur nicht, dass ich dich einbuddel. Ja, ja, klar. Ja, ich bin. Kämpfen, ich komm zu euch. Feuer. Ich bin gespannt, Jungs. Ich kann euch die Entfernung messen, ne? Vielleicht nützt der Berg, vielleicht nicht. 20 Sekunden warten. Ja. Ich geh mal zu eurem Turm. Manic, du scheinst es ja noch gut im Griff zu haben. schaut's drauf, dass ihr nachher noch Mark Schalldämpfer auf eure Waffen drauf schraubt, dass die nicht von 100 Meter sehen, wo ihr schießt. Oh, yo! Wollt ihr doch einen Schalldämpfer nehmen? Ja, ihr dürft alles nehmen, was in den Kisten ist. Alles. Ihr könnt auch die ganze Kiste mitnehmen, wenn ihr wollt.
Check. Eins hört kommen. 2 hört. 3 hört kommen. Information, keine erneuten Magazine für Großwaffen kommen. Funkspruch bitte wiederholen kommen. Wiederhole, keine Ersatzmunition für Großwaffen kommen. Heißt 20mm und 50 Cal, oder? Für die GMGs, HMGs, Anti-Air, Anti-Tank, kein Ersatz. So verstanden. Gibt's den für Spielzeug? Alles, und ihr dürft euch alles nehmen, Antagon. Vor allem Schalldämpfer sind gerne erwünscht. Oh, das ist neu. Kann man die Kisten tragen, Jungs? Ich glaube nein, die sind zu schwer. Scheiße, das kann ziehen. Auch nicht. Ja, ich würde nämlich gern wohin verschieben, wo man nicht abgeknallt werden kann. Wir zum Beispiel hier in den kleinen Innenhof. Weil hier bist du ja mega offen in alle Richtungen. Gibt's hier auch MG-Munition oder nur MG-Munition? In den großen, vor dir. Das müsste Teig wissen. Ich habe keine Ahnung. Sorry, Jungs. Steel, wenn du willst, kannst du auch wieder auf deine MG gehen. Nur so, falls ihr es noch nie bist, in den großen Kisten hinter euch, da hat's 10.000 Schuss für. Oder, nee. 5.000 Schuss für 7,62 Maschinengurte. Eins für 2. Okay. Eins für 2 kommen. Eins hört kommen. Ich hab hier am Olsen, Westeingang hab ich einen Mann down durch den Medic kommen. An West kommen. Westeingang HMG kommen. Westeingang HMG, ja, so verstanden. So verstanden, ich versuche meinen Combat Medic zu ihm zu schicken. Der wird ihn dann zum Platoon Medic schaffen kommen. Verstanden, ich bedanke mich. 2 out. Combat Manic, Yannick Speckmann. Sofort freimachen von Waffe und zum Westeingang mit HMG verschieben kommen. 3 von Actual kommen. Ja, Rapid kommt bestanden. Nehmen das HMG und bewegen mit 0 durch Deckel bei beiden Hügelkanten. Bitte Funkspruch wiederholen, Yannick. Ich will ehrlich weitergehen. Verstanden, nehmen HMG auf dem Weg mit möglichst Treiber mit dann verfolgen. So verstanden, dort ein Verletzter, diesen sichern und dann in große Kuppel schaffen kommen. Verstanden, Verletzter in große Kuppel schaffen, Ende. Kommen, Ende. Mein MG ist so verdammt laut, Mark. Mein 7,62 da oben, das MG-72, ist so verdammt laut. Montiert für dich, ja? Das MG da oben ist so verdammt laut. Und habt ihr schon irgendwelche Fahrzeuge gesichtet? Ja, da unten Fennec, jetzt habt ihr. Da. Fennec. Oh. Wie
sehr dieser Mörser nicht umhaut, aber ich hoffe, ja, nicht davor stehen am besten. Ja, ich gehe lieber weit weg. Ach Marc, kannst du einstellen? Ich schieß mich damit ein. Achso, du schießt dich ein, okay. Was kommt da gerade runter von den Gegnern? Rote Tracer, Hubschrauber. Marc, bezieh mal Deckung! Scheiß Helikopter. Scheiße, jetzt muss ich mich selbst aufklären, wo die. Kannst ja versuchen, ihn abzuschießen. Ich bin mit dem Mörser. Ich kann dich auch einreißen. Aufgenommen, bringen jetzt ins Wolf-Electric. Ja, hier ist die, ich werde in der Basis beschossen. Electro 2 kommt gerade die Anfrage, ob ihr Messturm-Architekt-Waffe benötigt. Ihr habt die selber, glaube ich. Ist einer von uns getroffen, dann schreit das schnell laut in den Funk rein, dass wir das sortieren können. GMG Fahrzeug bekämpft. Ja, ich habe jetzt einen Mann-Down am Desktop in den Deutschen zu kommen. Fahrzeug bekämpft, ich bin hier gleich verletzt, nur der schwer verletzt wird von Janik und Medic geworden. Jan, okay. Wie bitte? Ja, was ist jetzt, Monty? Mein Team bricht gerade ein. In einfachen Worten. Yes. Also, da, ihr habt Ausfälle. Ja, wir sind das Größte. Ah, gut. Teig! Ja, wir haben diesen aus West geborgenen Verletzten von Dennis, aber ich habe selber jetzt einen. Das heißt, Lütz ist in der großen Kuppel, oder? Und die für die große Kuppel. Jo. Wenn ihr das sagt. Wenn ihr verletzt seid, lasst euch oder schafft euch selber in die große Kuppel, dort wird euch geholfen. Das ist ein Fluggerät. Was für ein? Mit Gatling, sag ich jetzt einfach. Und warum sehe ich das nicht über Funk? Das war nicht für mich. Ich hab gedacht, Dennis hat es gemeldet, dass Dienst seine Richtung zugeschlagen hat. Bei dem seiner Stellung ging nämlich der komplette Tracer-Regen runter. Eins wird so kommen. Eins hört kommen. Ich habe einen weiteren verletzten Arm, äußeren Westeingang beim GMG. Ich dachte, jetzt dringend noch zum Kommen. So verstanden, ich komme selber hin, mein Medic kommt auch. Kommen. Teig, das heißt für mich auf Wiedersehen sagen. Tschüss. Janik, wenn du unseren Mann abgeliefert hast, dann schaff dich sofort wieder zum Heim. Gehst halt, was kam, die haben nochmal einen Verletzten. Yo! Verstanden, beweg mich wieder zum Westeingang. Kann einer mal diesen scheiß Pony abschießen? Ziel dir geht's wieder gut? Ja, okay, dann ist in Ordnung. Oder aufwachen. Du hast noch. Was? Röderreliktieren? Ich hab's nicht erfahren. Leck. Blut in deinen Adern. Lütze? Ja. Du kriegst gleich nochmal einen von zwei, ne? Ja, ihr braucht mir das nicht ankündigen. Schleppt so einfach rein und sagt Hallo. Ja, okay. Gerne. Bitte, danke, tschüss. Oh! Gott, verdammte Scheiße, wo ist denn der? Hure. Ach, hier seid ihr. Monty? Ja. Du hast da mein Medic gekriegt. Ja. Und Steel war beim großen Medic und hat sich behandeln lassen und ist zurück auf Position. Röder liegt noch drin und Yannick evakuiert ja hier Verletzte, ne? Okay, ist jetzt braucht ihr Verstärkung? Komm. Okay. Ja. Positiv, ich vielleicht ein oder zwei Männer hier. Kontakt 020 bei den Bäumen. Ja, verstanden. Break 1 von Action. 1 hört kommen. Kontakt 08. Kannst du Buddy Team Ja, möglicherweise. Standby. Ich hab ein Team, ich erwischt hab ich gehört. Yannick, wer ist denn dein Buddy? Mein Buddy ist eigentlich Michael Reiter, mein FDL. Okay, am Haupteingang stehen genug Leute. Michael, kommst du mal nochmal nach Nordwest? Beziehungsweise zum Heimgestellpunkt. Du und Yannick, ihr werdet die Stellung übernehmen. Wir sitzen hier am Grammarbar. Frage, was? Wer denn hier im Grammarbar sitzt? 3 von 1, 3 von Action, komm. Was los?
Ja, wer bist du? Seid ihr zur Verstärkung hier? Nein, ich nicht, aber ich schicke nochmal jemand her. Okay, ich halte so lange. Jo, du musst aber dann weiterhin so bleiben, ne? Denn ich mach oder bist du verletzt? Auf Schuh 3-0 Grad. Nein, ich bin mal. Gerkens, wo ist denn dein SQL? Na, hören kaum. Mein SQL, der Turm doch nicht. Besteht eine Chance, den Ding runterzuholen, komm. Ich habe euch Anweisungen gegeben. Michael, du und Janik, verstärkt die Stellung hier. Janik soll sich ein bisschen zurückhalten. Fertig. Die Jungs vorne im Haupteingang müssen selber klarkommen. Wir haben gerade massive Ausfälle, das ist das Problem. Dennis. Heimgehen und platzieren negativ. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Ihr seid Dennis sein Squad? Nein, wir sind Marks Squad. Das ist schön. Okay, alles gut? So, nochmal 1, 4, 2, komm. Das ist, dass hier schon zwei Leute ausgefallen sind, Michael. Nein, hallo. Und jetzt hier. Also, ich habe jetzt meine acht Leute sind jetzt auf drei Ausgänge verteilt. Und ich habe im Hauptgang zwei, hier zwei und vier Richtung Nord. Check. Ja, mein Medic kümmert sich gerade um die Verwundeten. Jo, Dennis, wo hast denn du gerade deine Leute verteilt? Über Westen. Kann ich genau aufmachen, was im Haus ist. Irgendwas fällt über den Westen. Ich sag mal Tag weiter. Michael, ich lasse dich immer wieder alleine. Jo. Ist da ein feindlicher Pfennig vor unserem Haupttor? Gut, wir haben einen feindlichen Pfennig vor unserem Haupt, dann schießen wir mit dem HMG rein. Ihr wisst, dass wir da ein HMG-Fahrzeug haben, oder? Ein feindliches. Ja. Unser HMG-Fahrzeug ist auch schon mal. Das ist erledigt, der macht nichts mehr. Nein, ich meine den Pfennig, der. Da steht Anagon. Action-Einsatz, alle Achtung, feindlicher Pfennig innerhalb des inneren Bereiches. Ich hab das schon vor. Warum hat das euer FTL euch nicht gesagt? Ich hab das schon vor zwei Minuten gemeldet, dass da ein Pfennig steht, auf den ich schon die ganze Zeit geschossen hab. Feindlicher Pfennig auf Südostseite. Und der ist aktiv und der ist in dem Zirkel hier drin. Bewegt sich. Was? Kommt der denn durch, Alter? Von wo überhaupt? Ja, vom Haupteingang ist der komplett durchgefahren oder durch ein Mauerelement. Ich habe keine Ahnung. Der stand auf jeden Fall gerade da und ich habe seine Waffe beschädigt mit meinem 40mm. Hoffe ich zumindest. Ja, die Feni kommen. Feinde in der Maus. Wir haben Feinde in der Maus. Kommt Haupt der Kuppel. Oh, verdammte Scheiße! An alle Einheiten!
von 1, wir haben Feinde in der Kuppel. Feinde in der Kuppel und im inneren Zirkel ein Panic. Habt ihr verstanden, Dan, oder? Ja, was soll ich tun? Ich habe ja auch keine Ahnung. Ich helfe dir. Was kann ich machen? Hier Richtung 010 Wald kommen jede Menge Gegner. Nein, hat's nicht. Einen habe ich. Bekannt auch noch 45 Kontakte. Dan, bist du getroffen? Ja, ich bin getroffen. Schick dich zur großen Kuppel. Geh in den inneren Bereich. Was? Was sagt die Oberführung? Ich hab keine Ahnung, vielleicht wurde die von dem Fennec in unserem Bereich ausgelöscht. Soll ich gehen oder hier bleiben? Ja, wie schlimm. Bleib mal hier. Ich hab keine Kinder dran. Wir sind schon hier rechts, ziemlich nah am Schiff. Oh, fucking LKW. Sind wahrscheinlich Einheiten drin. Beklär den mal. Wie ist denn Ladehemmung oder was? Freaky, bei dir alles in Ordnung? Jawohl, denn! Gib's ihm! Ist am Boden. Ich hab gar nichts verstanden. Und zwei Damen ist auch getroffen. Wir können hier die Luke dicht machen, Jungs. Ja, aber. Den hier kannst du mir dann mal Munition reingeben. Ja. Rot für Feli, kommen. Rot hört. Spiel ist getroffen. Ich bringe ihn gerade in die verwundeten Sammelstelle der Kuppel. Der Feind ist da bekämpft. Ich pack dir. Ja, nee, geht nicht. Wir haben Feinde im inneren Kompass, die waren östlicher, östlicher Eingang unbewacht. Okay, ich frag an, ob wir uns alle zur Kuppel zurückziehen sollen. Ja, mach das. Actual für 1 kommen. Actual hört. Empfehle Rückzug, wir haben starke Ausfälle kommen. Check, check, break. An alle Einheiten, an alle Einheiten. Rückzug, Rückzug, versucht zu retten, was geht, in die Kuppel. Break. Nehmt aber nichts mit, was keine Munition hat. Medic Bunker, kommen. Blutcheck. Fuß Figi. Figi, wo bist du? An alle Einheiten, ich wiederhole, Retreat zur Kuppel, Retreat zur Kuppel. Rob meldet, wir haben hier ein Leitungsergeben. Wiederhole, Rückzug, Rückzug, innerer Bereich. Squad-Leader mit einem Status-Update beim Medic-Bunker melden. Combat Medic, erster Squad zum Medic-Bunker. Schwer. Ja, das ist alles zu schwer für uns. Actual hier 2 melde 50% Ausfall, bin selber schwer verletzt. Mein zweites Team zieht sich jetzt nach innen zurück. Michael, wie viele Leute haben wir aktiv von deinem Fireteam kommen? Check. Aufgrund der Tatsache, dass mein Fireteam getrennt ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass Yannick vor mir. Michael, ihr sollt euch zurückziehen zur Kuppel. Hast du das nicht verstanden? Kommen. Das ist so korrekt, aber mein Fireteam war an 2 verschiedenen Teilen der Basis. Gut, hast du dein Fire... Ist es... Jeder von euch soll sich in der Kuppel sofort bei mir melden. Wir ziehen uns auf ganzer Linie zurück zur Kuppel. Bitte kommt her, alle. Beziehungsweise kein Bitte kommt her. Lauf vollständig in der Kuppel. Also, hier liegen 1... Was? Ach, Teig. Ich brauch deinen Combat Medic. Stil am Boden. Ich bin kein Funkgerät.
Mein Combat Medic ist hier irgendwo im Gebiet und führt bereits rettende Massen bei meinem FTL. Der soll jetzt hier hinkommen, sonst haben wir keinen Platoon Medic mehr. Warte mal. Mein Platoon, mein CM kann glaub nicht mal Blut vergeben, aber ich frag mal. Yannick, kannst du Blutdruck messen? Yannick ist tot. Teig, Yannick ist tot, wir brauchen Lütze. Sonst bin ich nicht mal eine Sekunde ein. Gut. Ich mach CPR. Wir brauchen Lütze. Yannick ist tot. Also mein CM ist tot. Gut. Dann haben wir jetzt keine Versorgung mehr durch Medizin. Gut, das ist ein Problem. Gut. Hardcore. Okay, Leute, alle zurückziehen. Wer getroffen wird, es gibt keine verwundeten Stammstelle mehr. Keine medizinische Versorgung mehr gegeben. Alle sofort zurückziehen. Und meldet euch am Haupttor bei mir. Alle, die auf äußeren Türmen sind, zu den Eingängen zurückzuziehen. Nochmal sagst du zurück. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Monty, wenn du nochmal sagst, sie sollen wir zurückziehen, kriege ich eine Krise. Du sollst dich zurückziehen, Michael. Ne, halt, warte. Du sollst ein taktisches Ausweichmanöver nach hinten verlegen. Dann mach mal ein taktisches Ausweichmanöver mit dem PM, dass der gleich neben dir. Der PM ist tot! Was glaubst du, sag ich Michael, wenn ich sag, keine medizinische Versorgung? God damn it! Was? Ich habe jetzt einen Mann da, am Ostrogner, und einen Mann da, im Westrogner. Aber die sind im inneren Zirkel, oder? Check, ja, natürlich da. Ah, okay, ja gut, Maniac. Dann ist alles in Ordnung. Wenn sie getroffen sind, soll sie sich selber verbinden, wie gesagt. PM und Yannick tot. Ja, alles klar. Also jeder, der bewusst das ist und nicht von selbst aufbar, liegen lassen. Wie kann das sein, dass der PM tot ist? Der PM ist down, aber Yannick kriegt ihn nicht hoch und den PM, wenn der down ist, kriegt er Yannick nicht hoch. Nein, wie kann es sein, mein Dad? Monty? Hier war ein Fennec gestanden, genau da. Hier hinter dir. Nee, der Monty, weil anscheinend egal ist, was ich im Punkt sage. Da hinten steht ein FIA-Soldat, der hat die Hände oben. Aktuell guckt niemand nach dem, weil sich die anderen Squads nicht angesprochen fühlen. Ja gut, dann kümmere ich mich mal drum. Hat er ein 9mm Magazin? Ja. Wo ist jetzt dieser FAE-Soldat, von dem hier geredet wurde? Es gibt kein Medic. Medics alle tot, nur mal so zur Info. Also meine auch. Vicky mitkommen, ich stehe noch genug. Ja, für Fini kommt. Wo ist jetzt dieser FAE-Soldat, der mit gehobenen Händen rumstehen soll? Hier an der Ecke. Wo an der Ecke? Da, da, da. Bei den Containern. Bei den Containern. Ach da. Warum ist denn der nackt, Jungs? Nein, von Actual kommt. Hallo, Sir. Sind Sie ansprechbar? Sprechen Sie unsere Sprache. Vielleicht sollte ich ihn nicht blenden dadurch, dass ich ihm hier alles zu sich teilt. Warum nimmt keiner von euch dem sein Nachtsichtgerät? Was, wir sind gar nicht mehr gekommen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Wir sollen auf den Eingang auf. Ah, Jungs. Was denn? Ich hab doch gesagt, schaff den Weg. Wir sind gerade nicht mal an diesen Eingang gekommen. Was ist? Gar nichts. Was hat das mit mir zu tun? Knallen ab oder nimm mit? Alpha Mike Schütze. Wenn Sie mit einem gehobenen Offizier oder Soldaten sprechen, bitte ein bisschen mit Achtung, okay? Ich habe Achtung vor Ihnen, also haben Sie auch Achtung vor mir, okay? Dankeschön. Hi. Na, ja, Freundchen, sieht düster für dich aus. Ah, nee. Ich nehme dich mal mit. Vielleicht können wir dich als Blutquelle benutzen. Kleiner Scherz. Ich kann dich außerdem hier nicht. Oh, wir können dich ja gar nicht fesseln. Das ist ja hübsch und artig. So, jetzt habt ihr noch einen Schutz. Ist jemand eigentlich? Oh, der hat Morphin! Ja, mein Team hat noch einen Eingang im Süden. Wir sind dein Team. Achso, das andere. Team 1 ist grün. Oh. Gar kein Team mehr, ist irgend... Wir sollten uns alle hier sammeln, wenn wir uns zurückziehen. Zur Klärung, Dennis, meine drei aktiven Leute sind am Haupteingang. Die
Was sind die? Die sind am Haupteingang, meine letzten drei verbliebenen Leute. Achso, okay. Vier, Entschuldigung. Vier, wenn ich dich vorstellen bin, darf mit meinem Team. Ich habe schon die Bekanntschaft gemacht. Okay, das MG hier von dem Fahrzeug deckt jetzt den Eingang perfekt ab und ist jetzt schon gesichert. Wenn sich da einer anhocken will, ich melde das jetzt noch durch auf dem Long Range. Und was machen wir mit dem Gefangenen? Nicht, dass sie hier rumläuft und uns wegknallt. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Haben wir keine Kabelbinder? Wir haben keine Kabelbinder oder wir erschießen. Da das zweite keine Möglichkeit ist, wäre ich dafür, wir betäuben ihn mit einer Rauchgranate in den Bauch. Nee, das machen wir auch nicht. Wir müssen auf ihn aufpassen. Könnt ihr ihn denn vielleicht irgendwo hinnehmen, wo mehr Leute sind? Also, wir können ihn ja nicht begleiten, der muss ja von selber laufen, wenn wir keine Kabelbinder haben. Oh, Motherf. Ja. Das Zeug ist ja auch sehr offen, ne? Wir können ihn ja freundlich fragen, ob er da reingehen will. Sir, wollen Sie vielleicht in den Container gehen? Nein, will er nicht. Wenn er versucht wegzulaufen, erschießt ihn. Den Launcher hier. Den Launcher müssen wir auf eine erhöhte Position bringen. Wo kann man den hochbringen? Da oben auf dem Turm? Ist er besetzt? Weißt du das? Ja, da oben, da steht noch einer von meinen Leuten drin in dem Wachturm. Dann bringe ich ihm den Launcher jetzt vorbei. Ja, ich weiß nicht, ist der Turm noch besetzt? Der große? Von Marxheim? Warte, ich bin auf dem Weg. Okay, erst wenn du dich kurz um dein Team kümmerst. Ja, ihr sollt euch hier decken. Oder? Team 1 auf ihrer Hinter, hier ist Actual, Führungsperson, melden. Hier ist Squadleader, kommen. Warum antwortest du nicht aber Long Range? Ich weiß nicht. Ja, gut. Status Update und Standort. Status Update, ich habe keine Ahnung, wo mein Team ist. Ich glaube, ich habe 5 Leute aktiv. Gut, inneren Bereich verstärken, melden beim Medic Bunker. Billy, komm rüber. Tyke, ich kann euch kein Status-Update geben, wenn ich keins habe. Ja. Ich versuche das seit 10 Minuten rauszufinden, wo meine Leute sind, aber ich pack's nicht. Weil irgendwie zwei Leute nicht gehört haben, dass wir uns zurückziehen. Dann war noch einer bei Dennis drüben tot rumgelegen. Dann habe ich jetzt hier zwei davor. Ich habe keinen Plan, wo meine Leute sind. I'm sorry. Aber ich habe dich dreimal angefangen. Ja, das habe ich auch nicht gehört. Ja, das war das Problem. Gut. Kümmere dich darum, dass du weißt, wo deine Leute sind. Gut, dann mach ich mal damit weiter. Lass mich aussehen. Kümmere dich drum, notfalls lauf die Punkte ab, wo du vorher warst, wo dein Team vorher war. Genau, da war ich gerade. Alle in den inneren Bereich zurückziehen, danach möchte ich eine Meldung von dir. Oh. Okay. Wir zählen einmal durch, wer im inneren Bereich ist. 1. Rot, Teamleader. Also Fireteam. Ja, passt, sagt immer rot und was ihr seid, dann hacke ich euch ab. Rot 3. 2 von Action 4 und 2 Status und Standorte. Das heißt, wir haben Röder down und Yannick down. Link ist 4. Action 2, wir stehen im Moment. Gut, ihr seid alle wahrscheinlich im inneren Zirkel. Einen Titan Launcher zum Turm gleich im direkten Nord bei dem Nebeneingang im Nord. Chase, ich bin gerade dabei, Lützen zu helfen, die Verwundeten zu besorgen. Ja klar, kein Problem, dann gebe ich dem Kommando durch, dass 7 Leute von uns aktiv sind. Bei Nebeneingang Nord wird abgebrochen. Wir verstärken jetzt nur noch Innenbereich. Sag ich, habe 7 Leute aktiv. Check. Verstanden, verstehe, aber... Halt dich erst auf alle Eingänge aus, die dortigen, die da hinten sollen, dazukommen. Tag, ich bin ein bisschen überfordert, ich habe nämlich keine Ahnung, wo meine Leute sind. Ich habe nur durchgecheckt, ob sie aktiv sind. Im Innenbereich oder aus? Keine Ahnung. Die sagen, die sind im Innenbereich, aber ich weiß nicht, was Innenbereich heißt. Also entweder hier in der Kuppel oder hier im roten Bereich. Wahrscheinlich im roten Bereich. Ich hab roten Bereich. Genau, dann sind sie nämlich im roten Bereich. Und das. Gut. Der rote Bereich hat 4 Eingänge: Nordwest, Nordost, Südost und West. Ich weiß, wir haben Nordwest und Nordost. Gesamtes Team verteilt sich auf die Eingänge Nordwest, Nordost. Zur Information, ich habe momentan 4 Mann, einmal mein AT, einmal mein AA-Team am Haupteingang zum Sichern. Ich merke an, dass wir sind die anderen Eingänge ebenfalls gesichert, komm.
eindeutige Befehl war, in den Innenbereich zurückzugehen. Komm. Okay, so verstanden. Zur Position 1 nicht gefallen. Denn wer ist mit dir sonst schon noch hier? Was? Wer ist mit dir sonst noch hier? Im Moment niemand, wie du siehst. Da draußen rennt einer wie verrückt rum, keine Ahnung, wer das ist. Armenier kommt immer wieder mal schon nicht vorbei. Denn, wo ist denn dein Fireteam? Wie hast du das hier mit? Wir haben den Ortsschutz in einem gedeckten Eingang. Ich weiß, Maniac ist in die Richtung abgezogen. Jo. Maniac? Rot. Monty hat kommen. Maniac, du kriegst den Haupteingang mit deinem ganzen Fireteam und Michael mit. Ihr kriegt den hier. Wie bitte? Welche Richtung? Südost. Ist egal, nimm dein Fireteam und deck den Ausgang Richtung Nordwest, innere Zirkel, rote Bereich kommen. Verstanden. Darf ich anmerken, dass das vermutlich sein erster Einsatz ist? Ja. Dann ist aber nicht gut, wenn man sie als FTL slottet. Ich glaube, das ist Südost, oder? Ja, den Bereich kriegt ihr und Michael bekommt den Bereich hier. Aber da, guck mal, was ich hier gebaut habe. Ja, Freaky. Das liegt an dem einfachen Grund, dass ich euch zutraut, das 50 Cal gut einzusetzen. Und das Wasserschild. Ich will euch jetzt ähnlich mit dem Osteingang. Michael, dein Squad einfach nur hier halten und durchhalten. Ja, dein Fireteam. Ja, zwei Mann. Ja, passt. Yannick ist drin und hilft bei der Verwundungsversorgung. Ja, das ist in Ordnung. Ist da hinten ein Team? Ja, das benutzt das Weapon Squad und das ganze Zeug. Wir haben den jetzt zugeteilt bekommen. Ich guck alle Jahre wieder mal, ja, wenn mich die Führung loslässt. Okay. Sag der Führung Südost umgedeckt. Südost. Warte, pass auf, wenn du ja. Da hinten, wenn du jetzt an dem Eingang stehst, dann siehst du's, da ist einer umgedeckt. Ah ja, der wird gleich von Dennis seinem Squad besitzt. Check. Jo, passt. Rufix? Wer ist nochmal der Squad-Leader? Mark, ne? Weißt du, wo Mark ist? Derzeit ist Jerry. Jerry, wo ist denn der? Medic hat schon mal verraten, in welchem Bereich er eingetaucht ist. Ja, ich höre gerade darum, frag mal Medic. Ah, okay. Danke, Jungs. Halt die Ohren steif. In welchem Bereich wir eingeteilt sind, frage? Ja, welche Richtung, wo ich hin muss, ich bin wieder aktiv. Nein, dafür hast du durch, Medic. Ach, Brüder, du bist das. Ja, komm aus der Gruppe raus, Richtung Osten. Ja. Was habe ich mit dir? Ich kümmere mich hier um weiteres. So, Cherry. Also, ich habe nur gerade erklärt, dass das für uns jetzt absolut kein Problem ist. Mark, alles in Ordnung bei dir? Ach, Lütze lebt und wieder. Ist ja wunderbar. Ich guck, wie viele von meinen Leuten noch ausgefallen sind, Teig. Gut. Wer gehört zu dir? Yannick, Steel und. Hier weiß ich nicht, wer da liegt. Wahrscheinlich unsere. Was war das? Gut. Das ist Mörserfeuer. Mörser, sucht euch Deckung. Nomini Patri, Enfiliet, Espiritus Sancti. Und damit verabschiede ich mich. Ja, wir müssen die trotzdem wieder in den Haupteingang. Ich habe jetzt keine MG zur Verfügung. Ich spiele derzeit das einzige MG. Ich schicke mein AT und AA-Team wieder zum Haupteingang. Dann weißt du was, dann habe ich eine Idee. Dann lasse ich die Nebeneingänge versiegeln. Wenn die das machen kann, mach das, ja. Wer ist er nah? Ist die Kuppel eigentlich offen? Das ist Panzerglas. Ja, die Kuppel ist sehr stabil. Wir hoffen. Was hattest du da für eine Leuchte, mein Lor? Frage, wer rennt da draußen rum? Dan. Dan, Cheryl, kommt mal zurück, egal wer das sitzt. Bist du lebendig? Ja, ich bin nicht Jerry, keine gute Idee, da rauszulaufen. Ist das 50 Cal eigentlich voll oder leer, das da vorne steht? Monty! Das ist voll! Ja, warum lass es dann hier stehen? Weil wir gleich wieder rausgehen, hoffentlich. Monty! Was denn? Kannst du vielleicht einen Mann schicken, der vielleicht die ganzen Nebeneingänge versiegelt mit
Ich mach. Also mit okay, ich mach das selber, persönlich. Check. Nein, Leute, ist aber klar, dass ich keinen Graben auf den anderen aufschaufeln kann. Also Marc, wie versiegeln wir jetzt diesen Ausgang? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, wie willst du den versiegeln? Graben hinsetzen und Sandsäcke drauf. Ja, dann nochmal einen Graben. Obwohl, wenn was ist, wenn wir hier einen Graben hinmachen und einfach Granaten reinwerfen, was kommt? Ja, aber wie willst du denn hier wieder rauskommen? Wir kommen hier nicht wieder raus, Jerry, ganz einfach. Chef, Last Man Standing hier. Können Sie aber nicht ewig hier verteidigen, wenn wir mit Basis. Das ist der Sinn, Jerry, sowas passiert nur. Ja, aber solange der äußere Ring nicht gefallen ist, macht das keinen Sinn, sich hier zu. Ja, aber wir haben da draußen Mörser. Der wird auch wieder aufhören. Der hört nicht auf. Gut, Chevy, du kannst gerne bei der Führung anfangen. Ich sag da nichts dagegen. Nein, los, sollen wir wieder raus? Also, ich hab einen Auftrag zusammen mit Chevy. Ihr sollt die außen, die Seiteneingänge versiegeln. Das ist mein Auftrag gewesen. Mein Leute, soll, mal bitte soll, sollte ich hier machen, weil ich mit Chevy Fronteingang halten wollte. Mit Chevys Team. Oh, Alter, ey. Ja, was ist? Jetzt mal da hinstellen und wir leuchten hier hin. Also hier. Damit ich was sehe, damit ich hier graben kann. So, Chevy. Ja. Also ich hab jetzt hier den Haupteingang. Hier, check. Marc, wir fahren wieder vor zum Haupteingang. Wir sichern den Haupteingang. Die Nebeneingänge werden versiegelt. Ja, ah, okay. Okay, los, und ein gesamtes erstes Squad zieht euch in die Kuppel zurück. Blau ist in der Kuppel. Ja, das ging eher an Michael. Monty, bin wieder vollständig, bin ich da. Wer? Ach, Janik. Janik, bleib mal bitte da drin. Okay. Monty? Du bist jetzt der, der Lütze aufstellen kann, falls Lütze aus irgendeinem blöden Schuss getroffen wird. Alles klar. Gut. Zum Beispiel ein Strider von uns, Tom. Haben wir eine AT, falls wirklich mal jemand. Ja, wir haben eine Karl Gustav hier drin. Was ist das da vorne? Wer hat die? Das ist Michael oder sein Trupp. Meine Fresse, ich hätte ihn fast umgeschossen. Sag dir Bescheid, dass du kommst. Meine Güte. Nächstes Mal einfach Dauerfeuer, dann macht er erstmal übernächsten Mal. Dan? Ja. Muss noch genäht werden, ne? Sieh, es sollte mal ein bisschen Munition hier reinschaffen. Aber bitte nur 100er und 52er im Magazin. Ja, ich habe jetzt 250er hingepackt, aber die lasse ich jetzt hier einfach mal liegen. Und ich packe hier auch noch Ork-Magazine hin, falls einer von euch auch noch welche will. In der Kuppel haben wir keine Vorräte, oder? Nein, aber nicht. Niemand hat gedacht, dass wir so schnell hier drin enden. Der da vorne ist Monty. Ist da irgendwas? Munition für die Geschützen. Für die, ich glaube. Keine Ahnung, ich weiß nicht wo. Ne, was denn? Nee, Monty? Ja. Vorschlag, zieht das Fadenleder noch komplett hier hinter den Ball. Gute Idee, sehr gute Idee. Sehr schön. Führst du deinen Puls? Jungs, die Kisten. Der holt ein MG. MG-Munition. Ja, aber die können wir doch nicht tragen. Sind die noch oben? Ja, die sind noch oben, aber die kann niemand tragen. Okay. Brauch einen Gabelstapler. Scheiße! Steht hier noch eine Luftabwehr? Wir hatten Luftabwehr? Nö. Hm. Ach, da weiß ich nichts. Schleppenskott hat welche. Oder?
Okay. Wenn ihr nochmal kommt, macht. Ja, ist also keiner von uns. Denkst du, das ist ein Granatwerfer, ne? Ja, schon klar. Er ist weg. Ich helfe Feli kommen. Was? Ich kann jetzt die Anweisung, ich stehe in der Kuppel und was. Achtung, angenommen. Wollte nicht. Alles leer hier. Ich stehe hinten und lasse mich anders. Oh, guter Freund, bist du gestorben? Scheiße gelaufen, ja. Bleib jetzt schön zurückkommen. Schön, dass du ein Nachtsichtgerät hast. Einheitensuche. Musch ist der Bastard hier. Oh, Dennis, servus. Achtung, Eigner. Vorsicht, hinten frei machen! Hinten frei! Gib's ihm! Schade. Hinten frei machen! Hinten frei! Monty hat kommen. Ja, der Schiss mit dich. Wir sind vorne hier im Osten angekommen. Ist Osteingang Hauptausgang oder Seitenausgang? Und wenn er fragt, warum ich ihn nicht antworte, ich habe keinen Funkspruch gehört. Hallo Teig, was ist? Gut. Ja, hat sich schon geklärt. Ja. Gut, da kann ich ja AA suchen. Ich bin ja AA-Dinger suchen. Irgendwo in der Basis. Ja? Wo brauchst du die? Bist du die im Kammer? Ne. Es gibt draußen eine Geisel, die. Oder Gefangenen, den reinholen hier vorne. Ja, wo ist der? Das Schild stand draußen mit dem weißen Container, aber wir konnten ihn nicht fesseln. Das habe ich dir auch gemeldet. Bei mir kam nichts an. Egal, die gucken jetzt nochmal. Teig, ich bin mal oben am Nordausgang, weil wir da hatten wir da zwei AAs stehen. Ich versuche die mal rauszuholen. Warte. Sehr schön. Hallo? Nordausgang, stehen da noch zwei RAS? Ich muss dir kurz ein EP rausholen, ich hab meinen Blutdruck die ganze Zeit. Da ist noch einer. Danke. Ja, danke. Ja, Monty, da geht es noch hin, der ist sowieso gerade draußen unterwegs. Okay. Ja, wo bist du? Ah, ich helfe dem Medic ein bisschen. Ja, so, ich muss erstmal ein bisschen. Du siehst, ich bin auf der Basis unbekannt, ob gekämpft. So ein bisschen mehr Licht. Weiß ich gerade noch nicht. Da, hier war doch irgendjemand, der mich wollte. Hallo, Freddy. Also, Teig, ich bin ja mal draußen. Wir wollen, oder? Ja. Scheiße, das wurde wie sie halt brauchst du Müll. Hast du jetzt irgendwie einen Schalldämpfer? Gar keins? Nee. Hier, pack ich direkt damit, wenn ich den erst mal los hier, den Scheiß. Hey! Da, ich da. Ey, das ist so ein Chaos-Punkt, das ist so geil. Bei euch oder? Ja. Du, das ist auf dem Hauptfunk nicht anders, Antagon. Zumindest war es vorher so. Ich hab teilweise gedacht, dass hier. Ach, wenn ihr euch wundert, was ich gerade hochgeschossen habe, ist eine Hand hier. Eins von Action kommen. Cool, hier gibt es 42er Magazin. Eins hört kommen. Ein Fireteam, Nordausgang, dort. So, jetzt hab ich wegräumen, damit er verriegelt werden kann. Komm. Ja. Bitte Funkspruch wiederholen, nicht voll hier aufgefasst kommen. Ein Team zum Nordausgang, dort Waffen wegräumen, wieder hinverlagern, damit
Ein Team zum Nordausgang verlegen, kommen. Dort Waffen um- und wegräumen, damit er verriegelt werden kann, kommen. So verstanden. Ja, okay, Michael, dein Fireteam soll Richtung Nordausgang gehen, cool. Dort die stationären Waffen wegnehmen und damit der Ausgang verriegelt werden kann. Kommen. Pack den Riegel weg, dann braucht er den Nord, ja nicht. Nord oder Nord? Ja, eine habe ich ja noch. Den einzigen, ja, den es in Nord gibt. Wir haben nur den Hauptausgang. Jo. Gut, dann habe ich noch 250 Schuss. Fünfer Stand, Frage: Soll Janik von der Sanitätsstation abgelöst werden? Nein, ich möchte, dass er drin bleibt, damit er vor Beschuss sicher ist. Erholen. Janik bleibt in der Kuppel im Sanitätshaus, um sich vor direktem Beschuss zu sichern. Kommen. Verstanden. Komm. Was ist das jetzt für ein Expeditionskorps? Antagon, kann ich dir eine Nachtsichtbrille andrehen? Was soll ich damit? Siehst du mehr in der Dunkelheit? Gib sie lieber Frey, der hat einen Frey, kriegst ein Nachtsicht. Ich leg's dir auf den Boden. Frey ist rechts von dir. Frey ist rechts von dir. Oh, das ist ja gar keins. Frey, hinter dir lege ich meinen NVG hin, ne? Oh, danke. Wir haben für unsere Geisel abgenommen. Sehr schön. Könnte vielleicht helfen, Feinde aufzuklären. Hundertprozentig. Ja, ich habe keine Ahnung, hab mir lediglich gesagt, Richtung Nordausgang, dort sollt ihr die stationären Waffen wegpacken. Hier sind doch gar keine. Nein, nicht hier, ich meine in der Kuppel drin. Sorry, wenn das falsch ankam. Wo? In der Kuppel soll an irgendeinem Ausgang, an einem Seitenausgang da drin noch stationäre Waffen sein. Das soll irgendwie komplett verrammelt werden. Ja. Am besten fragst Teig direkt in der Kuppel drin. Ich habe keine Ahnung, was er damit meinte. Ja. Also wir sollen in der Kuppel die schweren Waffen abbauen. Ich glaube schon. Außer hier sind noch welche, aber warte, ich frag nach. Action für eins kommen. Wir haben Truppentransporter Richtung Quad. Das ist direkt hier drüben. Action, höher, komm. Wiederholen Sie bitte Befehl zum Verrammeln der Seiteneingänge. Kommen. Kommen Sie einmal zum Medic-Bunker. Oh mein Gott, das darf ich auch wieder 400 Meter laufen, oder was? Janik, komm mal mit. Janik, folg mir mal zur Kuppel. Entschuldige bitte, ich. Michael, Frage? Ja? Bist du in der Kuppel drin? Nein, ich hab doch von vorne mit dir geredet. Ja, ich weiß. Kommst du mal zurück? Ja. Also, direkt da vorne verstehe ich einen Scheiß. Was ist? Ich bleib vorne, ja, das hab ich gemerkt. Ich möchte ein Fireteam vorne am Nordeingang. Dort Waffen zur Seite räumen. Da vorne muss ein Einbau sein. Und Charlie? Warte mal, warte. Da am Haupteingang da hinten? Nord. Den Nebeneingang oder Haupteingang? Also Norden ist doch drüben. Ich kläre das. Da ist nur ein. Da ist. Nein, Lor, meinst du Nord-Nebeneingang oder den Haupteingang? Okay. Weil hier gibt's Nordwest, den Nebeneingang Nord. Check. Nebeneingang Nord. Sind da überhaupt noch Waffen, die da alle abziehen lassen? Scheinbar ja. Ich schau's selber. Ein Fireteam soll da hin, die Waffen wegräumen. Mein Gott. Ja, Teig, ich mach das selber alleine. Ja, Michael, ihr bleibt hier, sichert hier ab. Wenn ich da draußen drauf gehe, scheiß drauf. Ja, bleibt hier. Ich hab so keinen Bock mehr. 1, 2, 3 von Actual, komm. Party! Mörser! 3 hört. Hier 1, Einschläge, Nordeingang, Mörser. Check, Info an alle Einheiten, Führungsbesprechung, 4 Mikes. Und vor, bis dahin bin ich doch schon tot. Gott, bitte lass nicht zu, dass mich der Splitz schlägt. Kontakt, Nordeingang, fahr!
Tarek, das wird nichts, wir haben am Nordeingang Feind, da sind gerade drei Leute reingerannt bei mir. Verstanden. Ja, verstanden. Wir haben allerdings gerade Feindkontakt. Ja, er hat verstanden, da ist noch ein anderer Zug vorne. Tarek, du, ist es ein direkter Befehl, nach Norden zu verlegen? Nein, das ist kein direkter Befehl mehr. Ja, weil das sind grad, da ist gerade möglicherweise Truppe-Squad-Stärke reingebrochen. Ja, zurückziehen wieder auf. Ja, da nur ich vorne war, muss nichts zurückgezogen werden. Wir kriegen da gerade heftig den Schuss auf den Turm, bitte da hochholen. Wir brauchen da vorne was. Hier steht eins. Können wir es haben? Hier stehen sogar zwei, nimm eins mit. Danke. Aber schaut zuerst, ob es Munition hat. Ich will ein MG. 1, 2, 3, zur Erinnerung, jetzt aber Führungsbesprechung, Eingang, Medic-Bunker. Der Typ auf den Turm da oben sind wegblasen. Es steht sogar einer entspannt an der Kiste und kommt sich gerade Zeit raus. Unfassbar. Ja. Monty? Ja, der ist heute bei der Führungsbesprechung. Ja, ich höre die Glitze. Nein, nicht hier. Ja, ja, schon gleich. So, Achtung, Achtung. Nach Westen steht ein Auto, da soll welche drin sein. Ja, mach dir das mal. Geht zu, ja. Okay, 3 hat schwere Verluste an unserer Headgo-Barriere. Wir müssen hier. Wir brauchen die Unterstützung. Fireteam Rot am Westausgang. 3, jetzt zurückziehen, innerer Bereich. Äußeren Bereich aufgeben. Tarek, sorry für die blöde Frage, aber da hinten steht ein Pfennig, ein Bewaffneter, ist der von uns besetzt? Mittlerweile von uns besetzt, ja. Ah, das sollte man vielleicht sagen. Wurde eigentlich gesagt. Auch auf, passen wir schon durch. Gut. Also Monty ist hier, Dennis ist hier, Mark ist, kommt noch, oder? Mark kommt noch, gleich da draußen. Achso, ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen sie hier hinsetzen und warten, oder was? Werden die da vorne Feuer machen? Was? Steel, warum bist du hier? Ich wurde mir gesagt, ich soll hier zurückkommen. Führungsbesprechung wurde nur angesagt hier. Der Rest verstärkt so. Den inneren Bereich. Hat sich erledigt. Oh. Okay. Klär das mit deiner Führungskraft ab, wo du hin sollst. Das ist mein Führungssoldat, aber ich habe keine Ahnung. Man merkt. Steel. Solche Bemerkungen sollten Sie unterlassen. Stopp. Dennis, brauchst du noch Hilfe am Wäscheingang? Nein, ich habe genug Mann plus und öfter. Gut. Seien Sie froh, dass ich Sie nicht rausgezogen habe, im Nordeingang, um die Waffen aufzusammeln. Jetzt gehen Sie hier vorne in Position und sichern Sie ab. Ende Gelände. Information, es landen Boote an. Boote landen an. Hier, ist einer am Südosteingang? Monty meine ich. Monty. Du, Tarek, ich habe so gar keine Ahnung, wo mein verkacktes Squad ist. Gut, dann mache ich das jetzt als Ansage an dich. Ja, Richtung. Stil, Südost, sichern. Ja, passt so. Ich habe den Fireteams aber die Ausgänge zugeteilt, aber ihr werft mir auch komplett die ganze Zeit meinen Plan über den Haufen. Indem ich mein eines Fireteam wieder abziehen soll an irgendeinen Eingang, um den zu barrikadieren, dann sind die wieder nicht beim Abdecken. Ja, ich hab schon keinen Bock! Mark, Joe, Monty ist hier, Dennis? Ja, bin da. Gut, Karte auf. Karte offen. Karte offen. Monty, wie viele Leute hast du noch? 6. Plus mich. Dennis? Ich bin voll besetzt, 5 und 5. Mark? Stil, Frage. Ganz kurz, ich muss einfach. Nein, jetzt warte mal, ich hab 9 wieder. Können wir die ganze Markierung kurz löschen? Ja. Stil, wo bist du? Wieder. Welche Markierung? Da, wo man mich hingeschickt hat, an Südostausgang. Ja, die äußeren kannst du löschen, die inneren. Ja, genau, die äußeren. Sammeln, Westeingang, Kumpel. Punkt eigentlich so ist das auch, oder? Nein, du hast dich von der Führung hingeschickt, ich werde mich jetzt nicht wegbewegen. Jack, ist so gelöscht. Ich werde jetzt aber noch neu hinzufügen, damit ihr auch was schon wisst. Gut, dann zur Info. Wir haben jetzt noch 4 Eingänge, die gesichert werden müssen. Nordwest, Nordost, Südost und West. Dennis, dein, Monty sag ich, dein Squad.
Inneneingang, Nordost und Nordwest. Okay. Dennis? Ja. West. Check. Mark, Südost. Hier unten, ne? Genau, hier unten. Ich glaube nicht. Zusätzlich möchte ich jeweils an den beiden Haupteingängen vom Bunker oder an den Haupteingängen vom Bunker jeweils ein bis zwei Leute, die da mit einer großen Waffe noch unterstützen können, dass wir uns notfalls hier rein zurückziehen können. Keine Ahnung. Sprecht euch ab, wer welchen Eingang tritt. Kann ich kurz funken, Teig? Macht das untereinander. Ja, klar. Blaues Team, besetzen Sie Nord-West-Eingang von rotem Zirkel. Rotes Team, besetzen Sie Haupteingang Richtung Nordost, äußerer Bereich, kommen. Rot, so verstanden. Moment. Okay, ja, ich rufe jetzt Blau, kommen. Zeig, kann man hier nicht irgendwo ein HMG auslösen. So verstanden, Actual Ende. Okay. Und dann auch nur noch. Gut, Teig, meine Leute haben jetzt die Ausgänge. Gut. Du hast 9 Leute, sagst du? Mit mindestens 9. Sehr gut. Dann hast du jetzt eine Anzahl darüber, wie viele Leute du hast. Du hast eine Anzahl darüber, wo du sein sollst. Wo meine Leute sein sollen. Ja, das hast du denen ja gerade gesagt, ne? Ja, die haben sich gerade nach vorne bewegt. Die sieht man gerade laufen. Dann geh bitte jetzt einmal beide Eingänge ab, die du sichern sollst. Und schau, ob deine Leute in Stellung gegangen sind. Schau, ob die da sind und sortiere die, dass die ordentlich stehen. Ich möchte das komplett gesichert haben. Haben wir noch den Gabelstapler? Möglicherweise. Was brauchst du wo? Die ganze Munitionskiste oben soll er doch bitte mal hier runterfahren. Die kleinen? Alle. Die kleinen werden selber geholt. Es ging nur um die großen. Ja, die großen vielleicht hier reinstellen. Ja, das Blut muss halt noch reinlaufen. Gut, das kläre ich ab. Die kleinen müssen wir selber holen. Okay. Okay. Ihr übernimmt den Ausgang. Wo ist mein Squad hin? Verstanden. Ich hol den Rufix jetzt zurück. Tja, habt ihr gesehen, wo die ganzen Leute hingelaufen sind? Haupteingang gesichert. Boah, Gott verdammt, sag nicht, dass die da vorne stehen! Bitte was? Blau steht. Jungs, bitte sagt mir nicht, dass ihr am Haupteingang äußeren Ring steht. Doch, doch. Kontakt brechen zum Roten, hab ich gesagt! Innerer Zirkel, innerer Zirkel! Ah, ich wurde getroffen! Ja, wir stehen unter Schirmschuss. Ja, das ist klar! Teig, ich bin zurückgestuft, werden auf Fireteam Leader. Ich beantrage Versetzung, meine Leute sind im äußeren Ring und sind alle gerade so pflückt worden. Nee, ne? 50% vielleicht. Was? Hat sich deine Beleuchtung an? Nee. Ja, Sani hier drin. Okay, sehr schön. Ihr habt den verdünnt getrunken. Lütze? Hier bin ich, ja, kennst du? Das ist bekannt. Die Flaschen sind schon lange da drin. Nein. Gut, ist Monty noch hier drin? Ja, ich stehe vor dir. Bist du verletzt oder was? Bist du verletzt? Ja, Oberkörper. Ja. Muss genäht werden. Ja, das ist okay. Wichtige Information. Nicht einfach nur reinkommen und einen Namen schreien. Sani, wir haben Sani gerufen. Ja, Sani, ich bin Sani. Ich weiß, also wir reinkommen, haben Sani gerufen, ja. Ich weiß. Gut, Monty? Ja. Wenn dein Team zerpflückt ist, dann lasst ihr sich hier vor diesem Eingang, wo die beiden BMW stehen. Ich laufe der Zimmer nochmal vor und guck danach. Okay. Gut, lass dich nicht überlaufen, dann melde dich in spätestens 5 Minuten. Meld mich in einer, ab dann bin ich verstorben. Ja, noch besser. Jo, dein ganzes Team hier sammelt, dann teilen wir den zusammen ein. Wir teilen dich zusammen ein, ich sag denen, es ist klipp und klar, dass die hier in Stellung gehen sollen. Ah, Jungs, ihr seid da, okay. Und ihr seid nicht tot. Das ist ja super. Ja, wir haben, glaube ich, gerade Friendly Fire begonnen. Keine Ahnung, ist eigentlich egal. Ja, mir ist es nicht egal, weil dann liegt da vorne verblutet. Dann laufe ich da jetzt hin. Und wo soll der genau stehen? Ja, ich hab da gerade jemanden. Okay, super. Alter. Dein Squad-Leader und es bist nicht du, oder? Wir haben nämlich Kontakt von dem Nordeingang, da waren vorher Gegner. Wer liegt denn da?
Irgendjemand steht da hinten an dem Eingang und da werfe ich jetzt eine Frag hin. Wer? Ja, AAF wahrscheinlich. Da drüben stehen Feinde an den Containern. Da wurden gerade zwei von uns weggemäht. Teig, wir haben Kontakt. Innerer Zirkel. Bei den Unterständen da drüben. AAF, wie ich vorher gemeldet habe, ist mittlerweile von zugerückt. Das ist äußerer Zirkel. Oh mein Gott, dann äußerer Zirkel. Na ja, innerem Zirkel. Ja. Besser, gut. Bekämpfen von innen. Ja, nicht einsehbar. Die drei Leute, die mit mir rausgelaufen sind, sind jetzt liegen jetzt da. Warum? Weil ich dachte, dass einer von meinen Leuten Friendly Fire begangen hat. Ich bin rausgelaufen, wurde von links niedergemäht. Ein anderer kam zu mir, um mir zu helfen. Der wurde niedergemäht. Ich bin aufgewacht, steht's hier. Das ist der gesamte Werdegang. Und jetzt knallt da rein, was da geht. Nein, stopp. Monty, ganz kurz. Smoke in die Richtung schreiben. Rauslaufen, hier hinziehen und wieder zurückkommen. Ja, Jungs, werft bitte Smoke, dann kann ich die Typen da holen. Actual da waren wir vorkommen. Actual gehört. Durch, nein, das war Chef sagt. Das HMG verstärkt. Holt den Jungen raus. Okay, danke. Check. Zweite. Ansonsten. Ich guck ihn holen. Boah, ey, das ist so eine Scheiße hier gerade. Na, ich hab eins und Frey hat eins, sonst niemand. Und Lütze, ich brauche ein Medic hinter dir, also ich. Und gleich kommt ein Schwerfuhr, Lütze. Ja, in die Richtung habe ich gerade einen. Ja, das dürfte Frey sein. Oder das Backups-Team, das gerade in unsere Basis eingedrungen ist. Ja, das ist meine Befürchtung. Wo? Hier, hinter mir, die Glasscheibe. Nein, das ist Frey. Das ist Frey. Ja, das ist Frey. Hast du dein Team jetzt wieder hier reingezogen, Monty? Ich habe einen Schwerverbundeten draußen, der wird gerade hergezogen. Ja. In Deckung von Rauch. So, kannst wieder gehen. Was bitte? Bei den hier draußen beim Haupteingang, da sind aber noch mehr. Hier direkt vor den Sanddecken bei der AA. Nein. Letztes sollte da nicht rausgehen. Ja, ich bring ihn rein, aber der liegt noch mehr. Ja, machen wir. Wie viele Verletzte haben wir noch draußen? Steel, ich habe eine Frage an dich. Achtung, Frack out. Kannst du in die Richtung reinholzen, wenn ich das sage, dass du reinholzen sollst? Ja, von mir aus, aber da steht niemand. Ist egal, brauch nur Deckungsfeuer. Mach. Rein da, reinholzen. Was das, Ladegrad? Kontakt Nord-Innenbereich. Da sterben eh alle gleich. Hilfe, ich kann nicht gehen. Zweimal den V-Muskel. Den Vortex-Muskel bedienen. Kontakt Nord-West. Letzte ein Schwerverletzter mit Kopfwunde. Name, Frage? Keine Ahnung. Hab ihn gerade reingetragen. Ja, Feli, ja. Mein zweites Fireteam. Ich mach ihn mal dicht. Oh, Mark liegt hier. Teig? Ja. Ist dicht. Blue! Den anderen dicht machen. Ja, natürlich mach ich Marc gerne dicht. Teig? Hallo Marc. Weißt du, dass Marc hier liegt? Das ist der Weapon-Squad Leader. Monty, ja. Michael und Stil ausgefallen, Feinde im Innenbereich. Wir haben da Teig. Da vorne haben wir Feinkontakt und da ist mein ganzes die haben wir gerade bekämpft. FTL ausgerippt worden. Das heißt, es war Blue on Blue und ihr habt mein komplettes Fireteam gekillt, oder? Nicht dein Ernst. Oh doch, die sind nämlich gerade alle ausgefallen. Mir wurde nämlich Blue on Blue gemeldet und der Fireteam Leader liegt hier. Ja, das war alles Blue on Blue. Da hinten liegen sie und werden gerade aufgesammelt.
Well, GG, my friends. Michael, ich nehme dich mit und dann schaffen wir dich direkt zum Saniman, Freund. Beziehungsweise ich mache vorher deinen Oberkörper dicht. Das kann es aber nicht sein, dass sie dich hier so liegen gelassen haben. Lütze, da kommen gleich nochmal vier. Ja, dann auch. Perfekt bist du im Blue Light. Feuerüberfall halt, ne? Glückwunsch, Michael. Warum, Michael, ist da auch abgeknallt worden? Ja, ich hab ihn umgeschossen, nachdem er zwei von uns und nochmal die anderen zwei und noch einen von dem anderen Fall, die beide umgeholzt haben. Oh. Brauchst du hier ein paar Männer? Ich brauch keine Männer, ich brauch die Ausgänge vom Innenbereich verstärkt. Teig, also ja, mein komplettes Fireteam ist ausgelöscht worden. Von meinem Fireteam wieder auf meinem Rücken. Okay, passt. Lütze, kann ich dir ein NVG anbieten? Dass du den Überblick behältst? Gut. Ja, haus meinen Rucksack. Nee, danke, ich brauch keinen. Keine Nachtsichtbrille. Ja, nimm was im Rucksack. Lütze, mach mal ein bisschen Licht. Dead, high position. Position. Actual 2. Lütze, darf ich mir ein bisschen Sunny-Material nehmen und euch helfen? Das sind definitiv Kampfdoch. Ich hatte einen hier gerade mitten. Lütze. Wo du gerade eben standst. Darf ich mir Sunny-Material nehmen und euch helfen? Check, break, info. Alle Einheiten von Actual, Kampfdoch. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich gefragt. Also die nochmal Bandagen, jo. Jetzt gar keine mehr. Wie viel hast du? Drei. Dann nimm halt die guten. Wie viel sind denn davon da, von dem Packing? Von den Lastaschen habe ich jetzt 6 aufgenommen und für den Mulbinde nehme ich mir 5. Wie viel sind noch da? Bandage 9, im Mulbinde 20, Tourniquet 10, Morphin 3, kein Epi. Bandage wollte ich wissen. Achso. Okay, und Quicklass hast noch 25. Okay. Jetzt 20. Brauchst du Monty hier? Monty brauche ich nicht, nein. Ich brauche den Medic. Ja, und, der ist Achtung, da. Eingang freimachen. Information, Teig. Blut geht zu Neige. Kommt noch jemand. Ich will das nicht ewig so in dem Tempo weitermachen. Die Frage ist, wie lange wir hier verteidigen müssen. Bis wir alle wiped out sind. Um genau zu sein, ich krieg vielleicht die hier noch liegen, kriege ich vielleicht gerade noch verarztet. Alles weitere habe ich kein Blut mehr. Blödsinn, ich habe dir ja Blackhawk hingelegt. Vielleicht langt noch für den. Okay, check. Also, Teig, Trap. Blödsinn, ich hab noch 8. Bisschen harder Marsch. 50% Ausfall. Ja, gut. Liegt allein hier drin. Wenn du hier drin nichts brauchst, dann raus verstärken. Weil ich den Jungs hier helfen, aber. Jo. Blödsinn sagt immer. Gut. Teig, ich habe 2 Männer hier und ich habe 3 Männer am Südost. Noch da, was ist dazu gekommen? 2 hier, 3 am Südost. Check. Gut. Wo kriegen wir denn jetzt gerade Beschuss rein? Ja. Kann man die Tür zumachen, bitte? Ja. Die hier? Ja, kennst du es gerade auch so gefischt? Hallo. Hallo. Oh verdammt, das Kommandantending ist ja kaputt. 2 von Actual Kampf. Ich bin mal wieder weg. Halt die Ohren steif da drin. Ja,
Ach, du bist das Alpha Mike. Ich hoffe, wir haben unsere Streitigkeiten beigelegt. Wir hatten Streitigkeiten? Hm, gut. Schade, dass dieses Periskop ausgefallen bin. Ich bin immer wieder weg. Alpha, halt die Ohren steif. Und hier ist Alfred. Passt alles. Hier ist Mirko. Gut, das heißt, wir haben drei Leute hier leben. Das ist doch schon mal ein schönes Zeichen. Truppführer. Eins von Action kommt. Eins hört kommen. Wie viel Mann jetzt noch am Leben und kampfbereit kommt? Ich kann Ihnen sagen, am Nordost, am Nordwestausgang habe ich 2 Mann kommen. Wir sind das Gesamtstärke 2 Mann. Negativ plus die, die möglicherweise noch aktiv am Nordwesteingang sind. Kommen? Abklären, ich brauche eine Gesamtstärke in einer Mike. Oh, 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 oh. Ich komme gerade nicht mehr zum Haupteingang. Bist du noch am Leben? Actual für 1 kommen. Actual. Ja, am Nordostausgang habe ich jetzt noch einen aktiv. Mein MG wurde umgenietet. Ich komme selber nicht mehr zum Haupteingang. Kommen. Ja, ich versuche mir den zu schnappen, den Bruder. Ja, ja, verstanden. Ja, ich versuch's gleich. Warte. Kannst du noch mal rauchen? Ein von Actual, wo ist dein Standort? Mein Standort befindet sich am Nordausgang. Ich versuche gerade einen meiner Leute zu bergen. Kommen? Inneneingang Nordost, komm. Inneneingang Nordost, so richtig. Ja, check Ende. Okay, ich heb ihn auf. Wir ziehen komplett zurück. Komm mit. Ein Soldat bringt uns einen Scheiß hier. Ich laufe durch den Haupteingang. Achtung, Haupteingang! 3 Leute von links! Und Nordosteingang verloren. Keine Stellung mehr möglich. Wieso Nordosteingang verloren? Weil ich jetzt nur einen Soldaten habe, der sich dahin beschwegen kann. Wir stehen aber am Nordosteingang. Mein Gott, dann ist es Nordwesteingang. I'm sorry, Tyke. Brüder, wieder ein Puls. Ja, Lütze, nochmal ein Verletzter. 1, 2, 3. Ja, ich weiß nicht. Leck in den hinteren Bereich, in den hinteren Bereich. Ja, Lütze, passt. Ich muss jetzt nur kurz meine Leute ziehen. 1, 2, 3, 4. Yannick auch hier drin, heißt Dan ist inaktiv. Ich möchte Dan dicht machen. Sworn alle Einheiten. Feindliche Kräfte am äußeren Verteidigungsring Richtung Nord-Nordwest. Ja, ich bin gleich fertig. Ich muss jetzt meine Leute raussprechen, die inaktiv sind. Ich brauche jetzt bitte eine Anzahl an Leuten. Ich kann es dir nicht sagen, wenn ich hier nicht gezählt habe, wie viel von meinen Leuten drin liegen. Was erwartest du denn von mir, Teig? Dass du einmal deine Leute anfunkst, dass die sich melden. Männer, wir zählen einmal durch. 1. Ich hab eine kleine Schnittwunde am Torso. Ja. Okay. Gut, 1. Wir spielen es, soweit ich weiß, die 2 sind da.
Also wir haben Röder, Dan und Michi down. Das sind drei Leute. Du bleibst hier drin. Haben wir einen. Einen, zwei, drei. Wir haben GMG, das ist auf den Hauptdeckel. Ja, ja, passt schon. Teig, ich habe wahrscheinlich drei aktive Leute und Rest vermisst. Also ich habe Freaky, mich, Yannick und... Das war's. Die anderen drei liegen beim Medic. Also Gesamtzahl 3. Gesamtzahl 3, check. Und ich habe keine Ahnung, wo der Rest ist, Teig. Wer selbst die Funk... Also ich funk jetzt nochmal hier durch. Was erwartet man denn gerade von mir, Alter? Größte Verwirrung, ich soll den Überblick haben, oder was? Ziel ist da vorne. Okay. Fahrzeug Norden. Näher. Ich hab nicht mal Nachtsicht, ich seh meine Leute nicht mal. Falsche Haupteingang. Wir zählen nochmal durch. 1 Actual, diesmal bitte langsam. 1 Actual. Rot 1, down. Rot 2, Steel, bitte melden. Dankeschön. Gut, Rot 2, aktiv. Feli, bitte melden. An alle, Fahrzeug Norden, am Fach am Illness und Verteidigungsding. Feli inaktiv. Yannick beim Behandeln von Wunden. Haben wir noch Waffen, um den Panzer zu bekämpfen im inneren Bereich? Maniac, bitte melden. Maniac inaktiv. Dan verletzt. Freaky anwesend. Röder, bitte melden. Hier 1, derzeitige aktive Personalstärke 4 Mann, 5 Mann ausgefallen. Check, 4 Mann, 5 ausgefallen. Obwohl, Röder steht hier. Ja, ich bin gerade wieder aktiv. Damit sind 6 aktive. Okay, das heißt, im Außenbereich ist keiner mehr. Von uns niemand. Dennis ist noch im Westen. Okay, und Steel ist auch hier. Ne, Steel habe ich ja schon gehört. 3 ist vollständig hier. Okay. Drei vollständig. Teig, ich hab doch 5 Leute aktiv. Du hast 5. Und Monty, Feli, Dan und Michael liegen hier bei Falkstoffe. Ja, ja, ist so bekannt, Yannick. Wir haben 6 Leute aktiv. Ach, Mark, du bist wieder da. Ja, ich meine, Monty, ja. Hast du ein AT in deinem Team, ne? Nö. Nur Mark. Kannst du mal oben bitte durchgehen, da ist ein SPZ im äußeren Kreis in der Basis. Ich bin gerade gestorben, Baku. Ja, ich zieh mich mal zurück. Kannst du bitte die Tür zumachen und vom Dach aus kämpfen? Ich bin schwer verwundet, nicht mehr kampffähig. Könnt ihr bitte die Tür hier zumachen? Tür ist zu. Danke, dass ihr mich nicht reingelassen habt. Lass mich rein! Ah, verdammt! Da will man rein, da wird die Türe zugemacht und man bekommt einen Kopfschuss, Alter. Besser kann's nicht mehr werden. Können wir das große Tor schließen? Schon 22.16 Uhr, wir sind noch nicht alle gestorben. Was ein Wunder einfach nur. Und ich kann nicht mehr Epinephrin geben, oder was? Action hört. Kannst du mir sagen, ob das ein freundlicher Jet vorkommt? Unbekannt. Als feindlich anzusehen. Das heißt nein. Zu Ende. Freaky, mich darfst du als inaktiv ansehen. Ich bin nämlich komplett am Arsch. Definiere komplett am Arsch. Also wundtechnisch nicht so viel, aber Schmerzen sind so stark, dass ich gar nichts mehr sehe. Kannst du den Typen unter dir CPR geben? Ah ja, mach ich gleich. Aber pass auf, dein Kopfschuss, Brustschuss. Wenn er keinen Puls abbringt, ist HLW auch wenig. Ich kann auch nur den Timer zurücksetzen. Und ja, unsere Leute sterben hier wie die Fliegen. Nein. Oh doch, da vorne ist mich gerade wieder einer umgefallen. Nein. Nein. Nein.
Nein, nein, nein! Nein, 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 nicht das, was ich denke, oder? Nein. Wo haben die sowas her? Eigentlich schon was hoch. Ich wäre krass dafür, die Gruppenstruktur einfach komplett aufzulösen und jeder verteidigt das, was er kann. Das war gerade eben eine AMC, die über uns geflogen ist. Ich denke, war es da nur im Gearschütze? Nein, war nicht. Check. Ich fühle mich nämlich versucht, von einem unserer MG-Schützen einfach das MG abzunehmen und hier Stellung zu beziehen. Können wir den reinmachen? Ja, ich hoffe, die ist. Die gehört zu mir. Ja, ich hoffe, der ist immer zu. Also, ja. Da liegt Munition und MG-Munition auf dem Bodenbock. Auf unserem Platz liegt hier MG-Munition und das andere. Aug. Mark, bereit? Helikopter abschießen. Keine Ahnung. Wir haben eigenen Helikopter in der Luft, eigener Helikopter. Eigener. Modernischer MH60. Hey, das ist ein Eichner, könnt ihr auch noch machen, das ist fucking Ghost Tower. Ja. Das ist ein Duo und ein Ghost Tower, ja. Dann könnte das unser Hewek sein. Ja, aber die. Irgendwas schießt gerade dahin. Und alle Einheiten, erstes Team, macht euch frei und bereitet euch auf Evac vorkommen. Bitte zur Info, möglicher Evac steht bevor. Lutzer, kann ich dir zur Hand geben? Hast du nur CPR machen? Verstanden. Danke dir. Mal schauen, was passiert. Ich habe auch noch keine Info von oben. Wo, da oben, oder? Ja, links. Da. Ja. Die bringt ab jetzt Handhabungsmaschinen zum Schießen. Achso. Warte, was schießt man nochmal in die Luft, damit man sich selbst markiert? So für. Flair! Scheiße, Kontakt rechts. Ja, aber was für eine Flair? Welche Farbe? Irgendeine. Grün. Grün, blau. Alles, was nicht rot ist. Achtung, Görkenz, da direkt Feind irgendwo. Gut, dann markieren wir uns mal, oder? Ja, macht es. Also Flair, ja, grün. Warte. Nee, Flair blau, oder? Wir haben keine blauen Flares. Warte. Gelb, rot. Scheiße, ich hab halt. Ja, dann mach ich mal grüne. Zwei grüne, das werden schon finden.
Ja, ich werde grüne Rauchmunition hier hinschießen. Ich habe schon grüne Leuchtgeschosse über unsere Position abgefeuert. Ja. Hat jemand ein Knicklichtmesser in den Rauch reinwerfen können, dann leuchtet er ganz gut. Oder. Alter, das war ich. Und da ist Feind! Feind bekämpft, glaub ich so. Noch ein kleines Feuer. Rot. Bei auch ein oder zwei. Rechts an der großen weißen Halle. Zweite Container. Ist wieder da, ist wieder da. Lade nach. Lade auch. Was ist mit den GMGs hier? Oder HMG? Wie ist die reine Zielscheibe in den Dingern? Er ist wieder da. Eigener Helikopter wird vermutet. Ja, aber wir kämpfen Infanterie an den weißen Containern. Okay, die bekämpfen nur Infanterie. Könnt ihr mal das Licht ausmachen, bitte? Danke. So, warte mal eben. Lass mich mal durch. Da ist gerade irgendwas abgestürzt. Ach du Kacke! Eigene Helikopter oder was ist da gerade ineinander? Nein, halt. Nee, da sind gerade zwei Weiber. Feindlicher Kontakt, linke Seite, Container! Linke Seite, Container, mehrere Feindkräfte. Ladehemmung. Licht aus! Was, ich knall dem jetzt da einfach eine verkackte Explosivmunition rein. An alle Einheiten, die schießen, hat ihr hoch, Achtung. Hat jemand noch eine Hand? Achtung! Ich hab Handgranate. So, wer hat die Handgranate? Ist der Black Hawk eine eigene da oben oder was? Sind wir die beiden auf dem Boden? Ich hoffe es nicht. Danke. Ist es jetzt ein eigener oder nicht? Monty? Ja, ich bin gerade in der Hand eher drin, wartet. Hast du ein Lagebild? Ich bin gerade in der Hand eher, also ich versuche aufzuklären in unserem Gebietssektor. So, ich hör dir mal einen halben Meter vor. Ach Marc, da bist du. Wie sieht's denn aus? Ja, also gerade sind zwei Vibe-Autos zusammengeknallt. Ich weiß aber nicht, ob die das vielleicht. Ist in Ordnung, kannst gehen. Die Vibe-Outs existieren nicht mehr, beziehungsweise sehen ihre brennende Trucks. Feindlich! Puh! Okay, Jungs, genau zuhören! Ein feindlicher Kontakt hinter weißem Container. Hört ihr das? Hinter weißem Container ein feindlicher Kontakt. Und die sind in der Lagerhalle hinter den weißen Containern. Dann an den linksseitig von den weißen Containern ein weiterer Kontakt dahinter. Am Silo zwei feindliche Kontakte. Scheiße. Das ist ein eigenes Ding. Ja.
Männer, ich wiederhole, an Lagerhalle. An Lagerhalle 3 Feinde. An Silo 2 Feinde. Unbekannt. Teig. Ja. Scheiße auf den Teil. Ja, gute Idee. Tschüss.